Ups. Damit war das CPT beendet an dieser Stelle. Tower, schönen guten Tag, Lufthansa 666, established localizer to 5 right. Lufthansa 666, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Lufthansa 666. So, sieht ja schon relativ knapp aus mit den beiden hier. Hat mal so 3 Meilen Abstand. Aber der vorne ist einfach mit Indicated 220 unterwegs. Wenn die Speedbird jetzt hier noch nach unten rollert. Naja, so viel dazu. Willkommen zu einer Runde Lotsen hier in Berlin. Hallo Dave, schön, dass du auch schon dabei bist. Hallo, hallo sowieso an alle, die heute auf Twitch mit dabei sind und an alle, die das auf YouTube sehen. Und ja, ich bin gerade allein hier in Berlin. Es gibt keinen anderen Lotsen über oder unter mir. Dementsprechend sieht der Arrival gerade ein bisschen wild aus. Mal gucken, was die Kollegen hier so veranstalten. Aber die Speedbird scheint sich Zeit zu lassen. Alpine 1, 3 Kilo Golf, Wind 210 degrees, 15 knots, Runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, Alpine 1, 3 Kilo Golf. Ich muss mal hier Aetis verbinden. Fällt mir gerade so auf. So, und die Lufthansa 666 ist auch schon gut langsam. Bremst auch ab, das sollte auch passen. And Lufthansa 666, Wind 230 degrees, 17 knots, Runway 25 right, clear to land. 25 right, clear to land, Lufthansa 666. 17 knots, das, oh, was habe ich denn gerade vorgelesen? Hatte ich da noch ein falsches Meter? Ich habe gar nicht bewusst vorgelesen. Ich weiß gar nicht, was ich vorgelesen habe, ehrlich gesagt. So. Sorry, Speedbird, we come down the wrong way. Speedbird 98 Bravo Lima, no problem. Just continue taxi to holding point runway 25 left. Now via Echo Bravo Mike 8. Echo Bravo Mike 8, sorry for Speedbird 98 Bravo Lima. Gar kein Problem. Wind check 25 left, Alpine 13 Kilo Golf. Alpine 13 Kilo Golf, Wind 230 degrees, 17 knots. Roger, dankeschön. Und wir haben Regenschauer in der Gegend. Und wir haben erwarten Wind, dass er noch böig wird, bis auf 30 Knoten. Das ist ordentlich. Dave, kein Problem, dass du das gestern nicht mitbekommen hast. Du hast zwar einen spektakulären Anflug verpasst, aber ein sehr schönes Video dazu kommt nächste Tage. Morgen, übermorgen, so in dem Dreh. Hallo, aber cool. Harkoff ist unterwegs. Was ist das? Beginner Pilot. Okay. Was ist das für ein Callsign? Hotel Alpha Kilo Oscar Victor oder ist das Heli Falcon? Eine ATR. Okay. Der Kollege hier, Air Berlin. Okay, der fliegt tatsächlich den Arrival ab, so wie es aussieht. So, die Alpine Charlie 07, das ist kein Problem. Die Lufthansa hier, Bravo 13 Alpha. Kann ich auch noch mal ein bisschen nördlicher was kriegen? Bravo 09 Alpha. Ja, okay. Dann lass uns überraschen, wo die Lufthansa hier hin möchte. Sieht aus wie 25 left, aber sicher sind wir uns nicht. Ich gehe jetzt Label nach Leal. Irgendwas in Spanien, ne? Barcelona nach irgendwas. Speedbird 98 Bravo Lima, Line-up Runway, 25 left. Line-up Runway, 25 left for Speedbird, 98 Bravo Lima. Barca Alicante. Sehr schön. Ich frage, wie fandest du das Video, was Umbrella reingesetzt hat beim letzten Mal VfR? Es war zwar ganz witzig, aber ich muss dir sagen, Dave, passt da ein bisschen mit auf. Wenn das jemand, der dir nicht so wohl gesonnen ist, in den falschen Rachen kriegt, kassierst du halt dafür im Nachhinein auch noch einen Wallop, eventuell. Also eine Wetzim-Sperre oder Ärger, weil, naja, so ganz regelkonform war das halt nicht, ne? Alpine 13 Kilo Golf, welcome to Berlin. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1.
Romeo Alpha Hotel Victor 1 AT Matrikel läuft. Danke dir. Speedbird 98 Bravo Lima, Wind 2-3 0 degrees, 1-7 knots, runway 2-5 left, clear for takeoff. Speedbird left, take for Speedbird 98 Bravo Lima. So, hier ist noch jemand ganz ohne Flugplan unterwegs, auch schön. Wie lange ist das? Das kommt drauf an, wie schwerwiegend das Vergehen ist. Irgendwas zwischen, ich glaube, 24 Stunden, 2 Wochen, 2 Monate, lebenslang, alles möglich. Das liegt dann daran, wer da der Entscheider ist. Ja, also das Motto von Wetzem ist halt, as real as it gets. Deswegen ist da immer der Anspruch, dass die Leute auch versuchen, das so real wie möglich alles zu fliegen. Mal gucken, ob die Lufthansa sich jetzt gleich hier meldet. Alpine 13 Kilo Golf, Taxi to Gate, Charlie 07, via Alpha, Victor 1 and Echo. Apologies, the tower, Lufthansa 666, I need to disconnect immediately. Many thanks for ATC and schönen guten Abend noch. No problem, bye bye. And Alpine 13 Kilo Golf, Taxi to Gate, Charlie 07, via Alpha, Victor 1 and Echo. Alpine 13 Kilo Golf, Gate, Charlie 07, via Alpha, Victor 1 and Echo. Danke dir, schönen Abend noch, ciao. Ciao, ciao. Speedbird 98 Bravo Lima, no further ATC available, monitor Unicom 122.8, enjoy your flight, bye bye. Unicom 122.8 for Speedbird 98 Bravo Lima, have a good one. Berlin Tower, moin, Lufthansa 65 Kilo, establish on the airless support from the 25 left. Lufthansa 65 Kilo, Berlin Tower, hello, wind 230 degrees, 17 knots, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, Lufthansa 65 Kilo, vielen Dank. Was macht der Kollege da? Es sieht so aus, als würde er einen sehr sportlichen Anflug versuchen. Könnte unser erster Go-Around heute Abend werden. Würdest du empfehlen, Lots zu werden, also so auf S1 bezogen? Klar, warum nicht? What the fuck macht der Kollege? Was eine German? Alpine 57 Echo Mike, Berlin Tower. Ja, ist dabei. Ja, wir sind jetzt auf der Frequenz. Doing evasive turns right now and reestablishing on the 25 left behind the traffic. Can you please repeat what is cancelled? We're just doing an evasive turn to the south and reestablishing on the localizer 25 left. Alpine 57 Echo Mike, Roger. Ne? Ich sag da mal jetzt gerade noch nichts zu. Brauchst du für mich einen Flightplan? Dave, ich find's immer super, wenn du Flightplan einreißt, macht mir das Leben einfacher. Terror, Lufthansa 24 Bravo, Gate Bravo 04, with information, November, requesting IFR clearance to Munich. Lufthansa 24 Bravo, Berlin Tower, information, November current, startup approved, clear to Munich Aerodrome, Luros 1 Alpha, flight plan route, climb via SIT 5000 feet, squawk 1000. November is correct, cleared via the Luro 1 November departure, climb 5000, squawk 1000, Lufthansa 24 Bravo. Lufthansa 24 Bravo, departure is Luros 1 Alpha. Oh, Luros 1 Alpha, Lufthansa 24 Bravo. Lufthansa 24 Bravo, Readback korrekt. Moin, ich bin die ankommende Alpine aus Amsterdam. Kann ich Charlie 08 buchen? Alpine, Echo Mike, reestablished, fully established, to public. Alpine 57 Echo Mike, Roger, there's still traffic on the runway. Departing or the traffic that just landed? It's just vacating. Just inside. Alpine 57 Echo Mike, Wind 2-3, 0 degrees, 1-7 knots. And Alpine 57 Echo Mike, Runway 2-5 left, clear to land. Clear to land, Alpine 57 Echo Mike. So, dann kriegt ihr noch kurz einen Flugplan. Lufthansa 65 Kilo, welcome to Berlin, Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1, Lufthansa 65 Kilo. Tower 4612, ready for pushback. 4612, pushback approved, facing south. Pushback approved, facing south, 4612.
Berlin Tower, hallo, Berlin 7 Romeo Tango established on the LS runway 12 left. Berlin 7 Romeo Tango, Berlin Tower, hello, continue approach. 7 Romeo Tango, willkommen. So, Charlie 08 könnte klappen. Raiano, ich gehe mal davon aus, du bist hier die Alpine 57 Echo Mike. Martin 13 Kilo Golf on Block, danke dir für den Service, ciao, ciao. Danke fürs Fliegen, ciao, ciao. Die Ocean One vor Lima kommt gleich auch mal vorbei, sehr gut. Air Berlin 7 Romeo Tango, Wind 230 degrees, 17 knots, runway 25 left, clear to land. Air Berlin 7 Romeo Tango, runway 25 left, clear to land, vielen Dank. Alpine 57 Echo Mike, Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Alpha, hold short of Victor 1, Alpine 57 Echo Mike. Wo ist denn der Harkov? Da hinten. Okay. Hallöchen, Scary. Danke fürs Wassermarsch. Lufthansa 65 Kilo, Taxi to Gate, Bravo 03, via Victor 1, Victor Mike, Victor 2. Taxigate Bravo 02, Correction Bravo 03, via Victor 1, Victor Mike, Lufthansa 65 Kilo. Ist korrekt. Hallo, hallo? Du bist extrem leise. Ich hab's nur gerade an der Lampe gemerkt. Ja, besser. So. Alpine 57 Echo Mike, Taxi to Gate, Charlie 08 via Victor 1 and Echo. Charlie 08, Victor 1 and Echo, Alpine 57 Echo Mike. Kein Problem. Ja, kein Problem. Sah nur spannend aus. Ja, hatte ich gestern auch. Nur bei mir war es irgendwo in Afrika, da hat es zum Glück niemand gesehen, was ich da für Manöver fliege. Via 612, Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Taxiing to 25 left via Victor 2 and Mike 7, via 612. So. Air Berlin 7 Romeo Tango, welcome to Berlin. Taxi via Romeo Alpha, hold short of Victor 1. Air Berlin 7 Romeo Tango, Taxi via Romeo und Alpha, hold short of Victor 1. Dave schreibt, ich schaue mir gerade mal den März-Rückblick an. Ich habe bei 21 von 24 Streams zugeschaut und 320 Nachrichten versendet. Nicht schlecht, Herr Specht. Kriegst ein Fleißbienchen. Sehr gut. So, den können wir rausjagen. Via 612, Wind 230 degrees, 17 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff, via 612. Du hast doch schon den Ehren-VP, du hast schon den höchsten Rang, den ich vergeben kann. Wir haben 65 Kilo und Box, vielen Dank fürs Losen, tschüss. Danke fürs Fliegen, ciao, ciao. Dave, sobald ich das Gefühl habe, ich brauche Moderatoren, bist du der Erste, der den Rang bekommt. So. Die Air Berlin. Air Berlin 7 Romeo Tango, einmal die kleine Rundfahrt, Taxi to Gate, Alpha 07, via Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie and Foxtrot. Air Berlin 7 Romeo Tango, Taxi to Stand, muss ich mal gerade auf den Charts nachgucken, Moment. Das ist Stand Alpha 7, via Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie und Foxtrot für Berlin 7 rum hier, Tango. Korrekt. Der Arme. Ja, so ist das, wenn man als Air Berlin im Süden landet.
Frisbee Tower, hallo, der Unglücksflieger Oxford Echo Echo. Beim April 1 mit Informationen November an Bord, bitte freuen. Für ein paar Platzrunden. Delta Echo Foxtrot Echo Echo Berlin Turm, hallo. Aktive Piste 25 links, 25 rechts, QNH 1005. Aktive Piste 25 rechts und links und QNH 1005, Delta Echo Echo. 4612, no further HTC available, monitor Unicom 122.8, bye bye. Monitor Unicom 122.8, bye bye, thank you, 4612. Delta Echo Echo, rollen Sie zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Kilo 1, Golf und Kilo 3. Rollen zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Kilo 1, Golf und Kilo 3, Delta Air, Echo, Echo. So, können wir mal hier die Kameraperspektive wechseln, da ist ja gerade doch nicht so viel los an der Piste. Können wir hier der Air Berlin bei der Rundfahrt ein bisschen zugucken. So, Arrival ist immer noch gar nicht so schlecht gefüllt. Drei Arrivals sehe ich. Die Lufthansa Triple Tower, ready for taxi. War das jetzt? Lufthansa Two-Four. Ja, ready for pushback. Ah, Lufthansa Two-Four, Bravo, Roger. Pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, Lufthansa Two-Four, Bravo. Da ist der Kollege. Ja, der hat's nicht so eilig. Der gute Harkoff. Ich bin schon gespannt, wie er gleich reinruft. So. Hier haben wir noch ein paar Flieger. Der möchte aber 2,5 rechts. Der möchte 2,5. Ja, 170 indicated. Jetzt 180. Delta Echo Echo, melden Sie abflugbereit. Delta Echo Echo ist abflugbereit. Delta Echo Echo, fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, der Wind 230 Grad, 11 Knoten, Piste 25 rechts, Start frei. Fliege in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts und 25 rechts, Start frei, Delta Echo Echo. Das war bestimmt 11 Knoten, das ist bestimmt 1,1 Knoten, oder? Jei. Ja, Regenschauer in der Gegend, aber noch ist die Wolkendecke hoch genug für ein VfR-Fliegen. Oh. Ja, 28 VfR. Nach Bahn. Ja, das machen echt viele. Berlin Tower, hallo Lufthansa Falco, Bravo Stand, Bravo 01, with information November, but requesting IFR clearance to Düsseldorf. Lufthansa 4 Echo Bravo Berlin Tower, hello, information November korrekt, startup approved, cleared Düsseldorf Aerodrom, Lockdo 1 Alpha, flight plan route, climb 5000 feet, squawk 1000. Lufthansa 4 Echo Bravo, we are clear to Düsseldorf via flight plan route, startup is also approved, route, Lockdo 1 Alpha departure, climb 5000 feet, squawk 1000. Lufthansa 4 Echo Bravo, Readback korrekt. So, der Harkoff-Kollege könnte sich mal so langsam melden. Berlin Tower, good day. Hotel Alpha Kilo Oscar Victor, ILS Runway 25 left. Hotel Alpha Kilo Oscar Victor, Berlin Tower, hello. Traffic, Light Aircraft, VFR, just departing Runway 25 right for some traffic patterns. Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 left, clear to land. Clear to land, runway 25 left, Hotel Oscar Victor. Und der Kollege ist gerade ein starker Kandidat für den ersten Go-Around. Berlin, good evening, Germanwings 40 Mike, request IFR clearance to Düsseldorf, we have info November on board. Germanwings 40 Mike, Berlin Tower, hello, standby. Alpine 96 Juliet Hotel Berlin Tower, hello. A traffic in front of you has indicated 80 knots right now. I'm not sure if you're gonna make that. We're able for swing over 96 Juliet Hotel.
Alpine 96, Juliet Hotel, if able, you approve for swing over runway 25 right. Roger, swing over 25 right, Alpine 96, Juliet Hotel. Delta Echo Echo, kreisen Sie links. Kreise links, Delta Echo Echo. And Alpine 96, Juliet Hotel, traffic Cessna 152 VFR, orbiting north of runway 25 right. Watching, yeah, now inside 96, Juliet Hotel. Delta Echo Echo, Verkehr, ein Airbus A320 fliegt jetzt in den Endanflugpiste 25 rechts. Verstanden, halte Ausschau, Delta Echo Echo. Berlin Tower, hello, Ocean 14 Lima, with information November at gate Bravo 13, request Alpha, clearance to Bremen. Ocean 14 Lima, Berlin Tower, hello, stand by, your number 2 for clearance. Alpine 96 Juliet Hotel, Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 right, clear to land. Runway 25 right, clear to land, Alpine 96 Juliet Hotel. Delta Echo Echo, nennen Sie Absichten? Zum Tiefanflug, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo, verstanden, Verkehr Airbus A320, jetzt im 2 Meilen Endanflugpiste 25 rechts, melden Sie Verkehr in Sicht. Verkehr in Sicht, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo, folgen Sie den genannten Verkehr in den Endanflugpiste 25 rechts, Nummer 2, Vorsicht Wirbelschleppen. Folge dem Verkehr in den Endanflug, Delta Echo Echo. So, Germanwings 40 Mike, ready to copy your clearance. 40 Mike is ready to copy. Germanwings 40 Mike, information November is current. Startup approved, cleared to Düsseldorf Aerodrome. Locked to November, flight plan route, climb via SIT 5000 feet, squawk 1000. Cleared to Düsseldorf via Locked to November departure via SID 5000, flight plan route and squawk 1000, Germanwings 40 Mike. Germanwings 40 Mike, readback korrekt. Ocean 14 Lima, ready to copy your clearance? Ocean 14 Lima, go ahead. Ocean 14 Lima, information November current, startup approved, cleared Bremen Aerodrom, Zukip to November, flight plan route, climb via SIT 5000 feet, squawk 1000. Ocean 14 Lima, open information November on board, startup approved, clear to Bremen, via the Zukip to November departure, flight plan route, climb via SIT 5000 feet and squawk 1000. Ocean 14 Lima, readback correct. Lufthansa for Echo Bravo, request pushback. Lufthansa for Echo Bravo, pushback approved, facing north. Pushback is approved, facing north, Lufthansa for Echo Bravo. Lufthansa Bravo, again, ready for taxi. Lufthansa 2 for Bravo, taxi to holding point, runway 25 right, swing over to Victor Charlie, and then via Victor Charlie, Victor 4, Charlie, Lima 7. Taxi loading point, 25 right, via, and swing over to Victor Charlie, taxi via Victor Charlie, Victor 4 Charlie, and holding point Lima 7, Lufthansa 2 for Bravo. Delta Echo Echo, fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, der Wind 230 Grad, 11 Knoten, Piste 25 rechts, frei zum Tiefanflug. Tiefanflug, Tiefanflug. 25 rechts, frei zum Tiefanflug und fliegen in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, Delta Echo Echo. Alpine 96 Juliet Hotel, welcome to Berlin. Taxi via Victor 3, hold short of Foxtrot. Victor 3, hold short of Foxtrot, Alpine 96 Juliet Hotel. So, der hat Taxi. Und der hat Pushback. Ja, falsch eingewogen, ich drehe nochmal nach rechts. 96 Juliet Hotel. Ja, besser ist das. Germanwings 40 Mike, request pushback. Germanwings 40 Mike, pushback approved, facing west. Push approved and confirm face west. Confirm face west for departure out of Mike 7. Okay, pushback approved face west for departure Mike 7, Germanwings 40 Mike. So. Den haben wir auch, den haben wir auch. Hotel Oscar Victor, Lisa
Mike 7, request taxi to General Aviation Parking. Hotel Oscar Victor Roger, turn right on Alpha, hold short of Victor 1. Turn right on Alpha, hold short of Victor 1, Hotel Oscar Victor. And Hotel Oscar Victor, correction, turn right on Alpha and hold short of Papa 2. Turn right on Alpha, hold short of Papa 2, Hotel Oscar Victor. So. Alpine 96 Juliet Hotel, taxi via Victor 3, Victor Charlie, hold short of Echo. Victor 3, Victor Charlie, holding short of Echo, Alpine 96 Juliet Hotel. Der Echo Echo mit dem Gegenanflug zu 25 rechts zum Aufsetzen und Durchstarten und danach verlassen der Kontrollzone über November. Delta Echo Echo, verstanden. Verlassen Sie die Kontrollzone über November. Rechtskurve genehmigt. Der Wind 230 Grad, 11 Knoten. Piste 25 rechts, frei zum Aufsetzen und Durchstarten. 25 rechts, frei zum Aufsetzen und Durchstarten und danach verlassen über November genehmigt. Rechtskurve auch genehmigt, Delta Echo Echo. Perfekt. Ocean 1 for Lima, ready for push. Ocean 1 for Lima, pushback approved, facing south. Pushback approved, facing south, Ocean 1 for Lima. Berlin Tower, good day, Alpine 3, Niner Tango Echo, with information November at flight level 6. Niner. Was ist hier los? We are established on the localizer for 25 left. Alpine 3, Niner Tango Echo, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Alpine 3, Niner Tango Echo. Hotel Oscar Victor, taxi via Papa 2, Charlie, hold short of Victor 3. Taxi via Papa 2, Charlie, hold short of Victor 3. Hotel Oscar Victor. Lufthansa 18 ist auch VFR unterwegs, das ist interessant. Weil der Flugplan sagt IFA. Ich glaube, da ist was falsch eingetragen. Quark ist 7000, das ist das Problem. So. Lufthansa 2 vor Bravo, Line-Up Runway 25 right. Line-Up Runway 25 right, Lufthansa 2 vor Bravo. Er möchte um GAT. Lufthansa 4 Echo Bravo, request Taxi. Lufthansa 4 Echo Bravo, Taxi to Holding Point, Runway 25 right. Swing over to Victor Charlie and then taxi via Victor Charlie, Victor 4, Charlie, Lima 7. Can you say this again for Echo Bravo, please? Lufthansa 4 Echo Bravo, no problem. Swing over to Victor Charlie and then taxi via Victor Charlie, Victor 4, Charlie, Lima 7. Okay, thank you. Taxi to holding point, runway 25 right. Swing over onto Charlie, then taxi via Victor, correction. Yeah. Swing over to Victor Charlie, then taxi via Victor Charlie, Victor 4, Charlie, Lima 7, Lufthansa 4 Echo Bravo. Lufthansa 4 Echo Bravo, korrekt. Hotel Oscar Victor, taxi to General Aviation Parking via Charlie and Lima 6. General Aviation Parking via Charlie and Lima 6, Hotel Oscar Victor. Lufthansa 2 for Bravo, Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 25 right, Lufthansa 2 for Bravo. Berlin Tower, good evening. KLM 7 Tango Lima, established localizer, 225 left. KLM 7 Tango Lima Berlin Tower, hello, traffic is 1.5 miles ahead, indicated speed 150 knots. If you are able to go slower than that, you can continue, otherwise I would say make a go around. We can do 150. Then reduce to 140 now and we see if it works out. Reducing to 150 KLM 7 Tango Lima. And Alpine 3 Niner Tango Echo, there is an aircraft 1.5 miles right behind. If able, he would surely appreciate if you can keep the speed up. Yeah, we can increase the speed to 160, Alpine 3 Niner Tango Echo. Sounds great.
Ocean 1 for Lima ready for taxi. Ocean 1 for Lima, hold position for now. Holding position, Ocean 1 for Lima. German Wings 40 Mike, when will you be ready to taxi? 40 Mike, just about to call you, we request taxi. German Wings 40 Mike, awesome. Taxi to holding point, runway 25 left via Echo Victor 2, Mike 7. Holding point 25 left via Echo Victor 2, Mike 7, German Wings 40 Mike. Alpine 96 Juliet Hotel, taxi to gate, Charlie 09 via Echo. Give way to the Germanwings A320, crossing left to right on Echo. Giving way to the Germanwings, crossing from right, correction left to right, and after via Echo to position Charlie 09, Alpine 96 Juliet Hotel. Ocean 1 for Lima, taxi to holding point, runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Give way to the Easy A320, turning left onto Echo. Taxi to holding point runway 25 left via Mike 7 and Victor 2, and we give way to the A320 from out from EasyJet Ocean 1 for Lima. Perfect. Lufthansa 2 for Bravo, no further ATC available. Monitor Unicom 122.8. Bye bye. Switching to Unicom 122.8. Mr. Bravo, vielen Dank für Service und ciao. Delta Echo Echo bei Meldepunkt November angekommen. Delta Echo Echo verstanden, melden Sie Ihre Höhe? 1400 Fuß. Delta Echo Echo verstanden, verlassen der Frequenz genehmigt, guten Flug. Verlassen der Frequenz genehmigt, vielen Dank und bis gleich, Delta Echo Echo. Es sind immer noch nur 2 Meilen, ne? Das ist. Hotel Oscar Victor, request further taxi instructions. Hotel Oscar Victor, General Aviation Parking is right behind you. Are you able to make a 180 at your present position? Yes, Hotel Oscar Victor. Then Hotel Oscar Victor, please do a 180 and then straight ahead into General Aviation Parking. No. Alpine 39 Tango Echo, Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 left, clear to land. Clear to land, 25 left, Alpine 39 Tango Echo. And KLM 7 Tango Lima, go around, I say again, go around. Go around. So, der ist unterwegs, der ist unterwegs. German Wings 40 Mike, Traffic, Airbus A320 on a 2-mile final, runway 25 left, report traffic inside. Yeah, 40 Mike, we have the traffic inside. German Wings 40 Mike, behind dimension traffic, line up runway 25 left behind. Behind landing traffic, line up 25 left. German Wings 40 Mike. Ups. Damit war das CPT beendet an dieser Stelle. Naja. Ich habe noch gerade dran gedacht, ich muss noch einen von denen irgendwie eine Anweisung geben, aber naja. Verkehrslenker, danke fürs Folgen. Danke dir, Dave. Ja, es ist gerade jetzt ist es ein bisschen busy. Ja, KLM 7 Tango Lima, fly published missed approach. And when you're back on the ILS, you can contact me again. Contact me again. And until then, monitor Unicom 122.8. Thank you, brother. After go around, contact you. Now 122.8, thank you. Lufthansa. Put it on the blocks. Thank you for the ATC choose. Thanks for flying. Bye bye. Lufthansa 4 Echo Bravo, Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 25 right, Lufthansa 4 Echo Bravo. So. Wir brauchen noch einen Stand, der Kollege. Berlin Tower, Rolle, Lufthansa 4600, Eurowings 4600, Berlin Tower, hello, continue approach, one departure ahead. Alpine 39 Tango Echo, welcome to Berlin, taxi via Romeo Alpha, hold short of Victor 1. Taxi Romeo Alpha, hold short of Victor 1, Alpine 39 Tango Echo.
Mal kurz warten, bis die KLM sich hier aus der Schusslinie ein bisschen bewegt. Na gut, sollte sich ausgehen. German Wings 4-0 Mike, Wind 230 degrees, 1-1 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff, German Wings 4-0 Mike. Ocean 1-4 Lima, behind the departing German Wings A320, line up runway 25 left behind. Ocean 1-4 Lima, behind mention traffic, line up and runway 25 left behind. So. Delta Echo Hotel Golf Delta Berlin Turm, I receive only static from you. Please check your mic. Delta Echo Hotel Golf Delta, jetzt? Delta Golf Delta Berlin Turm, read you 5. Delta Echo Hotel Golf Delta, eine Piper Echo 3. Moment. Lufthansa 4, Echo, Bravo, no further ATC available, monitor Unicom, 122.8, bye bye. Monitor Unicom, 122.8, Lufthansa 4, Echo, Bravo, schönen Tag noch, ciao. German Wings 4-0, Mike, no further ATC available, monitor Unicom, 122.8, bye bye. Unicom 4-0, Mike, thanks for service, bye bye. Eurowings 4-6-0-0, Wind 230 degrees, 1-1 knots, runway 25 right, clear to land. Eurowings 4600, 25 right, clear to land. Ocean 1-4 Lima, Wind 230 degrees, 1-1 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Ocean 1-4 Lima, runway 24 left, clear for takeoff. And Alpine 39er Tango Echo, taxi to stand, Charlie 1-2, via Alpha, Victor 1 and Echo. Taxi start, Charlie 1-2, via Alpha, Victor 1 and Echo, Alpine 39er Tango Echo. So, jetzt... Berlin Tower, hello, Lufthansa 18 on 11 miles final runway 25 left and we are established on the ILS. Lufthansa 18, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Lufthansa 18. Berlin Tower, schönen guten Abend, Hotelers, warm, heavy, standing at April 2, information web on board, access of Aklion to Düsseldorf. Two stations at once, I got nothing. Berlin Tower, good evening, post 961 heavy standing at Apron 2 with November on board, request of Aklions to Düsseldorf. Postman 961 Berlin Tower, hello, information November correct, startup approved, cleared Düsseldorf Aerodrom. Locto 1 Alpha, flight plan route, climb 5000 feet, squawk 1000. Clear to Düsseldorf, via Locto 1 Alpha departure, flight plan route, climb 5000, squawk 1000, postman 961. Ocean 1-4 Lima, no further ATC available, monitor Unicom, 122.8, bye bye. Unicom for Ocean 1-4 Lima, Düsseldorf, vielen Dank für den Service. Delta Echo Hotel Golf Delta, eine Piper Echo 3 VFR über November auf dem Apron 4. Bitte Abfluginformation. Delta Echo Hotel Golf Delta Berlin Turm, hallo nochmal. Aktive Piste 25 links, 25 rechts, QNH 1005. Delta Golf Delta, aktive Pisten 24 links und rechts, QNH 1005, verstanden. Delta Golf Delta, korrekt, melden Sie, wenn rollbereit. Postman 961, Postman 961, say again. Did you get my readback? Oh, Postman 961, I'm sorry. Yeah, your readback was correct. Und Delta Golf Delta, rollen Sie zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Lima 6. Delta Golf Delta, rollen Sie zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Lima 6. Delta Golf Delta rollt zum Rollhalt Piste 25 über Lima 6. Lufthansa 18, Wind 230 degrees, 1-1 knots, runway 25 left, clear to land. Runway 25 left, clear to land, Lufthansa 18. Eurowings 4600, welcome to Berlin, taxi via Papa 2, Charlie, hold short of Victor 3. Eurowings 4600, via Papa 2, Charlie, hold short of Victor 3. So, der kriegt jetzt nicht auch noch. Ich kann die doch nicht ständig über den ganzen Apron hier hin und her schicken. Wo kommen wir denn da hin?
So, ein Alpha-Stand. Pech gehabt. Data Golf Delta Squawk VFA 7000. Delta Golf Delta Squawk 7000 VFA. So, der ist clear to land. Gestartet ist gerade keiner. Bin in Tegel gelandet. Komme nachher nochmal vorbei. Sehr schön. Postman Niner 6-1, ready for push and start. Postman Niner 6-1, push and start approved, facing south. Push and start approved, facing south, Postman Niner 6-1. Eurowings 4600, taxi to stand Alpha 07, via Victor 3 and Foxtrot. Eurowings 4600, Alpha 07, via Victor 3, Foxtrot. Und Delta Golf Delta, melden Sie abflugbereit. Delta Golf Delta, Abflug bereit am Rollhalt der Piste 24 rechts. Delta Golf Delta, verlassen Sie die Kontrollzone über November. Rechtskurve genehmigt, Wind 230 Grad, 11 Knoten, Piste 25 rechts, Start frei. Delta, nach dem Abheben verlassen, Rechtskurve genehmigt, verlassen der Kontrollzone über November, Piste 25 rechts, Start frei. Sehr gut. Lufthansa One 8 parkt einfach mal auf der Piste. Berlin, hello, Eagle Air 109er. Request clearance to Vienna, stand Bravo 14 with information November on board. Eagle Air 109er, Berlin Tower, hello, I have no flight plan from you, can you please check? I'm sorry, Eagle 109er, stand by. Ja, mach ich. Aber cooles Airborne, das ging ja schnell. Lufthansa One 8 rollt zum Glück auch weiter. Geldvergabe will mich heute auch ärgern, ne? Die werden immer komplett über den ganzen Apron geschickt hier. Lufthansa One 8, welcome to Berlin. Taxi via Romeo Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Romeo Alpha, hold short on Victor 1, Lufthansa One 8. Ach, so kompliziert ist das nicht, Luca. Man gewöhnt sich an alles. Berlin Tower, Servus aus Train 3, Tango Golf, Info November Stand, Bravo, zurück für Eis, requesting clearance zu Wien. Austrian 3 Tango Golf Berlin Tower, hello. Information November korrekt. Startup approved, cleared Wien Aerodrom. Luros 2 November. Flight plan route, climb via SIT 5000 feet, Squawk 1000. Austrian 3 Tango Golf is cleared Wien, Luros 2 November departure, climbing 5000, Squawking 1000. Austrian 3 Tango Golf and startup is approved. Austrian 3 Tango Golf, readback korrekt. Hello again, Eagle Air 109er. Request clearance to Vienna. Stand Bravo on the 4th with November information on board. Eagle 109er, Roger, stand by. Berlin Tower, einen schönen guten Tag. Lufthansa 5 X-Ray, alles super flift. Lufthansa 5 X-Ray, Berlin Tower, hello. Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, Lufthansa 5 X-Ray. Eagle Air 109er, Information November korrekt, Startup approved, cleared Vienna Aerodrom. Luros 2 November, Flight plan route, climb via SIT 5000 feet, Squawk 1000. Squawk 1000, initial climb 6000 feet, nee. Departure via Loro 2 November, Eagle Air 109er. Eagle Air 109er, initial climb via SIT 5000 feet. Sorry, initial climb 6500 feet, Eagle Air 109. Eagle Air 109, negative, initial climb 5000 feet. I'm sorry, 5000 feet, Eagle Air 109. Eagle Air 109, no problem, readback korrekt. Lufthansa. Postman 961, ready for taxi. Delta Golf Delta, gerade November in 1000 Fuß passiert. Delta Golf Delta, verstanden, verlassen der Frequenz, genehmigt, guten Flug.
verlassen die Frequenz genehmigt, Delta Golf Delta, schönen Stream noch, tschüss. Postman 961, Taxi to Holding Point, Runway 25 right, via November 1, Kilo 1, Golf, Kilo 6. Taxi via November 1, Kilo 1, Golf, Kilo 6, to Holding Point, Runway 25 right, Postman 961. Korrekt. Einmal das große S, weil... Blind Tower, good day, Alpine 5261 at gate Charlie 12 with information November, type A320 requesting IFR clearance to Copenhagen as filed. Alpine 5261, Berlin Tower, hello, unfortunately no flight plan from you, can you please check again? Oh, yeah, sorry about that. War auch ein wenig aufgeregt jetzt, wo auch noch Twitch-Zuschauer dabei sind. Das ist ja das Gute, so viel sind das immer nicht bei mir. KLM 7 Tango Lima Berlin Tower, hello, continue approach your number 2. Alpine 5261, we've uploaded our flight plan. Alpine 5261, roger, I just got it, one second. Alpine 5261, Information November Current, Startup approved, cleared Copenhagen Aerodrome, Gerga 2 November, Flight Plan Route, Climb via SIT 5000 feet, Squawk 2001. Clear to Copenhagen via the Gerga 2 November departure, we'll climb flight level 50 via the SIT and we're squawking 2001, Alpine 5261. Alpine 5261, read back korrekt. Eigentlich nicht, weil er Flight Level gesagt hat und es ist Altitude, aber who cares? Kein Lotse über mir online. Bin auch am Überlegen, mit Wetzem anzufangen, aber ich bin gar nicht fit mit dem englischen Abkürzungen. Ist das schlimm, wenn man auf Deutsch funkt? Auf Deutsch geht leider nur, wenn du mit kleinen Flieger unterwegs bist, VFR. Dann ist das kein Problem. Nur mit den großen Airbus und so, da geht leider nur Englisch. Oder eine Boeing 737. Lufthansa 5X-Ray, Roger, thank you. KLM 7 Tango Lima, Wind 2-3, 0 degrees, 1-1 knots, runway 2-5 left, clear to land. Clear to land, runway 2-5 left, KLM 7 Tango Lima, thank you. So. Lufthansa 1-8, taxi to gate Bravo 1-3 via Victor 2. Taxi to stand Bravo 1-3 via Victor 2, confirm. Lufthansa 1-8. Lufthansa 1-8, korrekt. Okay, thank you, Lufthansa 1-8. Lufthansa 5 X-Ray, welcome to Berlin. Taxi via Romeo Alpha, hold short of Victor 1. Ja, Romeo Alpha, hold short Victor 1, Lufthansa 5 X-Ray. Initial Climb muss auch nicht gesagt werden, da er in den Charts steht. In Real Life wird er auch nie gesagt. Das kann sein, dass es in Real Life so ist. Ich muss mich aber an das halten, was bei uns auf Wetzim in Berlin in der SOP steht. Und da ist der Initial Climb halt mit drin. Hab gestern auch meinen ersten Online-Flug allerdings auf Iwao gemacht. Buhu. Warte, wo ist der Knopf zum Bannen? Ich glaube, ich habe so viel falsch gemacht. Die haben bestimmt alle die Augen verdreht. Nein, Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. So schlimm war es bestimmt nicht. Weiß man, wann der auf YouTube kommt? So in circa anderthalb bis zwei Wochen, würde ich sagen. Ist so die aktuelle Warteschlange. Es sei denn, du bist Mitglied auf YouTube. Dann wahrscheinlich am Wochenende irgendwann. Aber der Twitch-Stream an sich ist auch noch verfügbar für, ich glaube, eine Woche oder so. Also wenn der Stream vorbei ist, kannst du ihm einfach den Link schicken. Sollte auch auf Twitch verfügbar sein. Mindestens für ein paar Tage. So, der ist langsam aber sicher unterwegs. KLM 7 Tango Lima, welcome to Berlin. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Alpha, hold short of Victor 1. Die Call so... Postbadar 6-1 ready when reaching...
Postman 961, Roger, Wind 230 degrees, 11 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Runway 25 right, clear for takeoff, Postman 961. Nicole, ich kann... Austrian 3 Tango Golf, Bravo 05, request pushback. Austrian 3 Tango Golf, pushback approved, facing south. Pushback approved, facing south, Austrian 3 Tango Golf. Nicole, also falls, also zumindest habe ich es in meiner Ausbildung gelernt, Initial Climb muss zurückgelesen werden, ist halt Teil der Standardphrasio für eine IFA-Freigabe auf Wetzim, in Wetzim, Germany. Wie das in echt gehandhabt wird, keine Ahnung. Ich glaube dir das sofort, dass das in echt nicht gemacht wird. Ich würde aber vermuten, dass wenn ich es auf Wetzim weglasse, es nicht lange dauert, bis ich dir das erste Mal auf die Finger kriege. Eagle Air 109er, push and start approved, facing south on Victor Charlie. Push and start approved, face south, Victor Charlie, Eagle Air 109er. Lufthansa 5 X-Ray, taxi via Victor 1, hold short of Victor Mike. Taxi Victor 1, hold short of Victor Mike, Lufthansa 5 X-Ray. Können wir gleich noch davor reinkriegen, sobald der sein Pushback da gemacht hat. Man muss sich daran tasten, irgendwann geht's in Fleisch und Blut über. Absolut. Die ersten Male war ich auch super aufgeregt. Also von daher. Bravo 1125 left bust. Bust. Wieso bewegt sich die Lufthansa hier nicht mehr? Jetzt. Nicole, ich kann dir nur sagen, wie ich es in Berlin beigebracht bekommen habe. Die Diskussion also nicht mit mir führen, bitte. Felix, wenn du mir nicht zurücklesen würdest, ich würde es dir also in der IFA Clearance nachhaken, dass du sie bitte zurückliest. Aber ich lasse mich da gerne als Besseren belehren. Also wenn ich von irgendwo, ich sag mal von offizieller Seite die Info bekomme, dass in der 4 Bremen auch für den Flughafen Berlin das so gehandhabt werden soll, dann mache ich das gern so. Postman 961, no further ATC available, monitor Unicom, 122.8, bye-bye. Postman 961, Unicom, bye-bye. Lufthansa 5 X-Ray, taxi to gate, Bravo 06, via Victor Mike, Victor 2. Bravo 06, Victor Mike, Victor 2, Lufthansa 5 X-Ray, thank you. Austrian 3, Tango Golf, ready for taxi. Austrian 3 Tango Golf, hold position for now. Holding position, Austrian 3 Tango Golf. Request Taxi. So, der will auf Victor Charlie pushen, irgendwann mal vielleicht, denn muss der halt über Victor 1 runterrollern. Alpine 4261, gate Charlie 1-2, request push and stop. Alpine 5261, push and start approved, facing east. Push and start approved, face east, Alpine 5261. KLM 7 Tango Lima, taxi to gate Charlie 06 via Victor 1 and Echo. Via Charlie and Echo to... can you please confirm... Taxi to gate Charlie 06 via Victor 1 and Echo. Via Victor 1 and Echo to Charlie 06. Das mit dem Hold Short, das, der muss jetzt auch jetzt hier nach rechts abbiegen, ne? Sonst wird das gleich spannend. KLM 7 Tango Lima, you have to turn to the right immediately. Wie kann man denn einfach auf Victor 1... Ja... Hat sich der Kollege okay, gerade disconnected, auch nicht schlecht. Na gut. Nein, ich werde auch nicht aufgeben. Sobald ich mehr Erfahrung habe, werde ich, denke ich, auch auf Wetzim wechseln. Da ist mir los. Aber aktuell halte ich da, glaube ich, den Verkehr auf, wenn ich immer erstmal suchen muss, wo mich der Lotse nach der Landung hinschickt. Ich sage es immer wieder, das Schwierigste am Fliegen ist auf jeden Fall das Rollen am Boden. Da suche ich auch jedes Mal. Aber mach dir da keinen Stress. Also wichtig ist, dass du die Piste frei machst. Nicht vor dem Rollhalt stehen bleiben, sondern dahinter.
Und dann stört es in der Regel auch nicht, wenn du erstmal eine Minute brauchst, um rauszufinden, wo du langrollen musst. Also lieber so, als wie die KLM, die hier erstmal irgendwo hinrollt und dann auf die Karten guckt, wo er hin muss. Also von daher kein Stress. Und im Zweifelsfall einfach nachfragen. Geht auch immer. Hä? Wo sehe ich dich denn? Wo ist denn die Austrian Tree Tango Golf? Austrian Tree Tango Golf, Berlin Tower, I don't see you anywhere on my radar. Can you tell me your position? We just pushed back and we are beam Bravo 05 at Victor 2. Yeah, Austrian Tree Tango Golf, that's kind of where I expected you to be, but you're vanished from my radar, unfortunately. So I'm sorry, I can't see you. Okay, in this case we will try to reconnect. Der müsste hier stehen. Danke und bis gleich. Lufthansa 5 X-Ray, Roger, danke. Hey, oder nur sehe ich die Austrian nicht? Good evening, Tower. This is Ryanair 196. Requesting IFR clearance. Ach ja. Austrian Tree Tango Golf, Berlin Tower. Austrian Tree Tango Golf, go ahead. Austrian Tree Tango Golf, you're back, awesome. Taxi to holding point, runway 25 left via Victor 2, Victor Mike, Victor 1, Mike 7. Taxi to holding point, runway 25 left, Victor 2, Victor Mike, Victor 1 and Mike 7, Austrian Tree Tango Golf. And Ryanair 196, Berlin Tower, hello. Information November, korrekt. Startup approved, clear to Vilnius Aerodrome. Gerga to November, flight planned route, climb via SIT 5000 feet, squawk 2036. Squawk 2036, initial altitude 5000 feet. And it's the Gerga 2 November departure routine via runway 25 left. Ryanair 196. Ryanair 196, read back correct. Ready to the taxi, Eagle Air 109. Eagle Air 109, taxi to holding point, runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Taxi via Victor 2 Mike 7, Halt Point Runway 25 left, Eagle Air 109. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wer hier das Rennen gewinnt. Tippe mal auf die Austrian. KLM 7 Tango Lima, stand 06 Charlie. Thank you for this beautiful ATC and sorry for all problems we made. KLM 7 Tango Lima, no problem at all. Thank you for flying. Bye bye. Bye, see you. Eagle Air 109er, hold short of Bravo. Hold short, Bravo, Eagle Air 109er. Du musst hier Austrian nicht ganz so, nicht ganz so viel Gas geben. Gerade an Wetzem ist, durch die Inkompetenz vieler Piloten wird halt einiges auf Wetzem anders gemacht als in Real Life, um es den Piloten einfacher zu machen. Ja, ja. Ja, genau, das ist es halt. Man muss manchmal ein bisschen... Es sind halt alles nicht Berufspiloten, ne? Austrian Tree Tango Golf, Wind 220 degrees, 14 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Runway 25 left, cleared takeoff, Austrian Tree Tango Golf. Es sind halt alles keine ausgebildeten Berufspiloten, die mit weiß ich nicht wie viel 100 Stunden Flugerfahrung überhaupt ins erste Mal ins Cockpit steigen und die ganze Theorie ausführlich gelernt haben und Prüfungen abgelegt haben, sondern es sind halt Leute, die haben den Wetzem Einstiegstest irgendwie bestanden und los geht's. Und darauf müssen wir uns halt immer einstellen. Ist ja auch eine Plattform, es ist halt ein Hobby, es ist was zum Lernen, deswegen, ja. Eagle Air 109er, continue taxi on Victor 2, hold short of Mike 7. Continue via Bravo to hold point Mike 7, Eagle Air 109er. Warum wird denn der mir hier schon wieder angezeigt? Ist der irgendwo auf dem Boden? Weiß es nicht.
Ich versuche es nochmal. Guten Abend, Oberst Glücklich. Eagle Air 109, Line up Runway 25 left. Line up Runway 25 left, Eagle Air 109. Nicole, ich gebe dir absolut recht. Ich finde schon, dass man eine Ground Chart, Sit und Stars irgendwie lesen können sollte. Das wäre schon hilfreich. Ein Direct To sollte man auch irgendwie hinkriegen. Im Autopiloten oder ein ILS-Approach wenigstens einigermaßen schaffen zu intercepten, all solche Sachen. Sollte man irgendwie hinkriegen, aber wie gesagt, man muss halt nur den letzten Einstiegstest bestehen und das war's. Austrian 3 Tango Golf, no further ATC available, monitor Unicom, 122.8, bye bye. 122.8, Servus Austrian 3 Tango Golf. Und Flygum, vielen Dank für das Abo. Schon 2 Monate. Vor allem gibt es genügend Tutorials auf YouTube für Wetzim. Richtig, unter anderem auf meinem Kanal. Gleich mal ein bisschen Werbung machen, aber nee, ist richtig. Ist richtig, man könnte sich das alles vorher angucken. Wenigstens mal so einen kompletten Flug. Das war so für mich so das. Ich habe mir halt auf YouTube einen kompletten Flug angeguckt. Und ja, ich muss eben der Eagle Takeoff Clearance geben. Eagle Air 109, Wind 220 degrees, 14 knots, runway 25 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, Eagle Air 109. Ich habe mir halt auf YouTube komplett einen Flug angeschaut auf Wetzim. Und ich habe halt, bevor ich mich das erste Mal auf Wetzim verbunden habe, war mein Ziel, ich möchte ein Video gucken, wo einer auf Wetzim fliegt und alles verstehen, was er prinzipiell funkt und warum er das funkt und was es bedeutet. So, erst eine Hürde, dann natürlich die IFR-Clearance, da habe ich mir dann irgendwie 50 Beispiele zu angeschaut und dann Fly-Heading und Climb und so. Alpine 5261 requesting taxi. Alpine 5261 taxi to holding point runway 25 left via Echo Bravo Mike 8. Taxi holding point runway 25 left via Echo Bravo and Mike 8, Alpine 5261. Und das war, fand ich, ein guter Einstieg. Also wenn man auf YouTube schafft, sich Flüge anzuschauen, ohne über alles Mögliche zu stolpern, sondern prinzipiell versteht, was da abläuft, ich glaube, dann kriegt man auch selbst die Flüge ganz gut hin auf Wetzim. Eagle Air 109, no further ATC available. Monitor Unicom, 122.8. Bye bye. Monitor 122.8. Thank you. Bye bye, Eagle Air 109. Habe in DIN A4 vollgeschrieben mit einem Funkholz, die ich bekommen könnte. Ja, genau. Anfangs bereitet man sich noch sehr, sehr viel vor. Und die Charts vorher studiert. Das hat natürlich auch nicht geschadet. Mich hat es am Anfang immer total aus der Bahn geworfen, wenn ich mit irgendeinem Arrival geplant habe oder irgendein Star und dann hieß es plötzlich was ganz anderes. Und dann schnell die Charts finden, das war ganz schön schwierig. Ryanair 196, Pushback approved, facing south. Pushback approved, facing south, copy. Man muss aber sagen, als Pilot wird man auch entspannter. Ich glaube vor allen Dingen, wenn man auch die Lotsenseite ein bisschen besser kennt. So, wenn ich einen Lotsen sagen würde, ich sehe der Plan mit, ich weiß nicht, einer ASAP-Arrival. Ja, Tower, hallo nochmal, die Lufthansa, also 2 Papa Fox, Schiff, was information, wenn wir request a fucking to Munich. Düt, yes. Lufthansa 2 Papa Foxtrot Berlin Tower, hello, standby. Alpine 5261, Wind 220 degrees, 14 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 left, Alpine 5261. Lufthansa 2 Papa Foxtrot, information November correct, startup approved, cleared Munich Aerodrome. Luros 2 November, flight plan route, climb via sit 5000 feet, squawk 1000. Cleared Munich, Luros 2 November approach, initial climb 5000 feet, squawk 1000, Lufthansa 2 Papa Fox. Lufthansa 2 Papa Foxtrot, read back correct. Habt ihr einen Tipp, wo es gescheite VFR-Karten gibt? Gerade Platzrunden, Kontrollpunkte. Guck mal auf meinem YouTube-Kanal. Stichwort Little Nav Map und Wegpunkte. Glaube ich, habe ich es genannt. Auf jeden Fall Little Nav Map. Habe ich 2 Videos zu. Die eine Variante ist mit Open Flight Charts oder wie sie sich nennen. Dann kannst du in Little Nav Map quasi die Platzrunden sehen und auch die Wegpunkte oder die Meldepunkte. Die andere Variante ist
Ich habe da auch so eine Datei bereitgestellt, wo die Meldepunkte als so Custom User Points in der NavMap drin sind. Da hast du aber dann die Platzrunden nicht drin. Dafür fand ich die Darstellung der Wegpunkte hübscher. Die dritte in der Variante ist eine Navigraph-Subscription für, was kostet das, 80, 90 Euro im Jahr. Da hast du mittlerweile auch sehr schön, finde ich, die Platzrunden und Wegpunkte drin. Auch die Anflugstrecken mit Maximalhöhen, all sowas, alles drin. Dafür ist der Rest der VFR-Karte halt nicht so gut gelungen. Also mal zu gucken, wie eine Autobahn heißt, ist da immer schwierig. So, die Fee ist wieder unterwegs, habe ich gehört. Das Video habe ich gesehen, habe es aber nicht hinbekommen. Ist auch schon leider etwas älter. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob es jetzt mittlerweile, also ob es funktioniert oder nicht, oder ob sich da schon wieder was getan hatte. Alpine 5261, no further ATC available. Monitor Unicom, 122.8. Bye bye. Monitor Unicom, 122.8. Thank you very much for the ATC. Goodbye, Alpine 5261. Ja, Nicole hat recht, das sind die offiziellen Charts, die finde ich, ich finde es halt immer noch schwierig, mich nur daran zu orientieren. Aber prinzipiell, ja, ist es richtig. Ryanair 196, Taxi to Holding Point, Runway 25 left, via Victor 2, Mike 7. Victor 2, Mike 7, copy. Ich finde es halt schwierig bei den, ich sag mal, offiziellen Karten, das hat aber eigentlich nichts mit den Karten zu tun, sondern mehr mit, naja, vielleicht ein bisschen. Gerade die Meldepunkte sind ja Sachen, die man, sind ja in der Regel so gewählt, dass man sie gut aus der Luft sehen kann. Sowas wie irgendwie Brücken oder eine Schleuse oder ein markantes Gebäude oder sowas. Und im Flight Simulator hat man es leider immer noch relativ häufig, dass man die genau die Wegpunkte halt nicht sich signifikant unterscheiden von der Restumgebung. Dass man halt nicht irgendwie sieht, ah ja, okay, da steht in den Charts Brücke so und so und entweder ist die Brücke gar nicht da oder sie ist viel kleiner als in echt oder, keine Ahnung, in echt ist sie rot lackiert und dass man sie sofort erkennt, im Flight Simulator halt nicht. Solche Sachen, das macht es halt irgendwie immer schwierig, deswegen versuche ich immer irgendeine Karte zu nehmen, wo ich tatsächlich meine Flugposition auch drauf sehe. Das macht es für mich zumindest einfacher. Obwohl auch das nicht super kritisch ist, man muss nicht exakt genau den Punkt treffen beim Fliegen. Hallo, hallo. Jo, komm mal ein bisschen VFR. Dave ist auch auf dem Weg VFR. Ryanair 196, Wind 220 degrees, 14 knots, ran mit 25 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, 25 left, Ryanair 196. Was haben wir denn hier? Delta Alpha Whisky Bravo Foxtrot GAT nach Etmo Oberpfaffenhofen, alter Schwede, jawohl. 5000 Fuß. Squawk 1000, fliegt doch Alpha, jo. Frisbee Tower, hallöchen wieder. Die Delta Echo Foxtrot Echo circa 5 Minuten. Vom Meldepunkt November entfernt. Erbitte Einflug über die November-Route und für wieder ein paar Platzrunden. Delta Echo Foxtrot Echo Echo Berlin, Turm, hallo nochmal. Aktive Piste immer noch die 25 links, 25 rechts, QNH 1005. Aktive Piste ist 125 und links und rechts und QNH 1005, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo, fliegen Sie in die Kontrollzone über November. Fliege in die Kontrollzone über November, Delta Echo Echo. Ja, Abfangjäger sind unterwegs. Die gute Delta Echo Echo ist hier gerade durch die Flugverbotszone gedonnert. Aber das sehen wir ja nicht so eng, ne? Ist auf jeden Fall außerhalb meines Luftraums. Ryanair 196, no further ATC available. Monitor Unicom, 122.8. Bye bye. 122.8, Ryanair 196. Und LXCast TV, danke fürs Folgen. Genau wie Melindley. Marlindley. Hatte ich ganz vergessen zu sagen. Wusste ich doch, dass du auf dem Tower sitzt. Oh nein. Muss ich mir Sorgen machen? Gerade noch ein Video gesehen. Ja, hervorragend. Ich hoffe, es hat gefallen.
Delta Echo Echo beim Meldepunkt November auf 1500 Fuß. Delta Echo Echo verstanden. Fliegen Sie in den rechten Gegenanflug der Piste 25 rechts. Fliege in den rechten Gegenanflug Piste 25 rechts, Delta Echo Echo. Der fliegt natürlich auch 25 rechts. Uros von Alpha 5000. Passt. Der Apron hat sich ganz schön geleert. Vorhin war hier noch irgendwie, wann war das so? Zwischen 18.30 Uhr oder so war hier ganz schön Stoßzeit. Und vor allen Dingen ist niemand nach Hamburg geflogen. Hamburg ist heute Abend noch Event. Delta Echo, Echo, neues QNH 1006. QNH 1006, Delta Echo, Echo, vielen Dank. Sitze auch gerade auf dem Bremen Ground. Sehr schön. Lukas, ich hab's mir fast gedacht, aber so ein Boomer wie ich, weißt du, der checkt das nicht sofort. Aber danke für den Hinweis. Und Futterkorn, danke fürs Folgen. Da bin ich mir zumindest einigermaßen sicher, dass man es so ausspricht. Delta Echo Echo, melden Sie Absichten? Ein Tiefenflug wieder, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo verstanden. Fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, der Wind 220 Grad, 13 Knoten, Piste 25 rechts, frei Tiefenflug. 25 rechts, frei zum Tiefenflug und danach in die rechte Platzrunde, Piste 25 rechts, Delta Echo Echo. Wieso denn Boomer? Ich fühle mich manchmal zumindest so alt wie ein Boomer, sagen wir es so. Aber ich glaube, offiziell bin ich Millennial. Muss morgen zur medizinischen Untersuchung für Frankfurt Apron Controller. Hab ziemlich Angst. Ach, das wird schon. Notfalls steckst du dem Fuffi zu und sagst, passt, oder? Und dann sagt er, jo, passt. Hallo, hallo. Guten Abend. Was ist hier los? Warum fühlt sich das Teamspeak? Weil ich im Center sitze. Hallo, hallo. Servus Futterkorn. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bei Dave ist es ganz schön windig hier oben. Wieso, wo bist du? Stehst auf der Piste, so wie es aussieht. Nein, du rollst langsam. Mit schön der Emirates und Singapore A380 gespottet. Jawohl. Yay, ich sehe einen Approach-Lotsen. Bin ich auf der Piste, bin bloß sehr langsam. Ah ja. Jo. Oscar müsste aktuell sein. Und wir haben 2.5 Betrieb und ich hoffe, du hast starke Nerven mitgebracht. Ja, Dave, bei was war denn das jetzt hier? 13 Knoten Gegenwind? Wie langsam kann denn so eine Cessna 152 fliegen? 50 Knoten oder so? Dann kann man schon gut die 4 Kilometer lang schleichen, ja. Hier werden wieder super tight Platzrunden auch geflogen, so wie es aussieht. Und die Lufthansa Tupapa Foxtrot Push and Start. Lufthansa Tupapa Foxtrot Push and Start approved, facing south. Push and Start approved, facing south, Lufthansa Tupapa Fox. Ja, der Echo Echo im Gegenanflug ist 25 rechts, einmal zum Tiefanflug nochmal. Delta Echo Echo verstanden, fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, der Wind 220 Grad, 13 Knoten, Piste 25 rechts, frei Tiefanflug. Fliege in die rechte Platzrunde, Piste 25 rechts, 25 rechts, frei zum Tiefanflug, Delta Echo Echo. 40 Knoten habe ich gerade gemacht, ist auch das Minimum, jawohl. Ja, siehst du, bei 40 Knoten und 14 Knoten Gegenwind. Bist du nur noch bei 25 Knoten oder so? Lufthansa 65 Kilo möchte von der 25 rechts starten. 5000, 1000. Ach, sorry, ich habe gerade erst gesehen, von Futterkorn hast du für Wetzem eine Schulung gemacht, machen müssen oder machst du das einfach so? Also ich habe, zum Fliegen habe ich das einfach so gemacht. Musst du quasi nur den Einführungstest bestehen auf der Wetzem-Seite. Zum Lotsen habe ich eine Schulung gemacht, ein gutes halbes Jahr lang. Halbes Jahr, passt das? Ich glaube ja, im April letzten Jahres habe ich angefangen
Und im November letzten Jahres hatte ich meine erste Prüfung sozusagen, dass ich jetzt alleine auf dem Turm lotsen kann hier in Berlin. Und ich warte jetzt gerade drauf, dass ich die Ausbildung weiter fortsetzen kann, um dann hier Approach Departure Lotse zu machen. Das ist dann der nächste Schritt. Falls sich das interessiert, ich habe da auch auf YouTube zwei Videos zugemacht zu meinen Erfahrungen da bei der Ausbildung. Ich glaube, wie wird man Wetzimlots oder so ähnlich heißt das. Halbes Jahr Respekt. Ja, doch. Fängst halt klein an, ne? Erstmal nur am Boden kontrollieren und dann immer wieder simulierte Sessions, immer mehr Verkehr. Dann kriegst du irgendwann die Freigabe, dass du bei Events am Boden mitlotsen darfst. Dann die Ausbildung zum auf den Turm lotsen. Dann die Freigabe, dass du auf den Turm-Events machen darfst. Und dann irgendwann die praktische Prüfung mit zwei Prüfern tatsächlich, die dir über die Schulter schauen. Und ich habe auch schon mehr als einmal gesehen, wie schnell das schief gehen kann. Und auch heute wäre ich zum Beispiel durchgefallen bei der Prüfung, weil ich hier einen Konflikt am Boden hatte, den ich nicht gesehen habe so schnell. Das kann dann schon mal schnell gehen, dass man durchfällt. Also als Lotse hat man es nicht so einfach, auf die Position zu kommen. Events ist viel stressiger, wenn viel los ist. Absolut, ja. Sorry, ja, 2.5. Ich muss ja noch ein bisschen aufpassen, was im Teamspeak geredet wird. Kannst du mal ein gutes Wort für mich einlegen? Kommt drauf an, wie viel du zahlst, Dave. Nee, aber kann ich nicht. Leider. Da wird auch streng drauf geachtet, dass es keine Vorzugsbehandlung irgendwo gibt. Lufthansa 2 Papa Foxtrot, Taxi to Holding Point, Runway 25 Left, via Victor 2, Mike 7. Taxi to 25 Left, via Victor 2, Mike 7, Lufthansa 2 Papa Fox. Delta Echo Echo im Gegensatz zu Piste 25 rechts, bitte tiefer im Flug auf Piste 25 links. Delta Echo Echo, verstanden. Fliegen Sie in die Platzrunde der Piste 25 links, der Wind 220 Grad, 1,3 Knoten, Piste 25 links, frei, Tiefanflug. Fliege in die Platzrunde Piste 25 links, Piste 25 links, frei, Tiefanflug, Delta Echo Echo. Hätte wahrscheinlich eher anweisen sollen, fliegen Sie in den rechten Queranflug der Piste 25 links, frei zum Tiefanflug und dann in die Platzrunde Piste 25 links. Das wäre vielleicht eindeutiger gewesen. Aber so geht's auch. Gucken, was die Höhe sagt. 900 Fuß ist auch in Ordnung. Nicht, dass wir hier wieder Ärger bekommen. Ich werde erstmal mit Beyond ATC üben, wenn das raus ist. Ein paar Mal auf Wetzen unterwegs gewesen und das ist schon ziemlich Hallo, verrückt, die ersten Mal. Alpha Whiskey Bravo. Foxtrot, at the GRT Info, Oscar, Request, Clearance to Destination, Oberpfaffenhofen. Delta Alpha Whiskey Bravo Foxtrot Berlin Tower Hello Information Oscar korrekt Startup approved clear to Oberpfaffenhofen Aerodrom Luros 1 Alpha Flight Plan Route Climb via Sit 5000 feet Squawk 1000 Delta Alpha Whiskey Bravo Fox cleared to Oberpfaffenhofen war die Luros 1 Alpha Flight Plan Route initially 5000 then Squawk 1000 Der Bravo Foxtrot, Readback korrekt. So, jetzt müssen wir mal kurz hier noch den Dave abwarten. Da habe ich nämlich schon eine Freigabe gegeben für einen Tiefanflug. Da muss die Lufthansa einen kleinen Moment warten. Lufthansa 2 Papa Foxtrot Traffic, Cessna 152 on a 1 mile final, Runway 25 left, report traffic inside. Traffic not yet inside from the 2 Papa Fox. Negative inside. Lufthansa 2 Papa Fox, behind Dimension Traffic, Lineup Runway 25 left, behind. Behind the Traffic, Lineup Runway 25 left, Lufthansa 2 Papa Fox. Lu. Ach so, Umbrella ist da der Unruhestifter. So. Lufthansa 2 Papa Foxtrot Traffic, Light Aircraft VFR now turning into downwind, runway 25 left.
Wind 220 degrees, 13 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff. Lufthansa to Papa Fox, traffic conversion. Delta Echo Echo Verkehr, ein Airbus A320 im Startlauf, Piste 25 links. Verkehren sich Delta Echo Echo und Delta Echo Echo im Gegenflug Piste 25 links, einmal zur Landung bitte. Delta Echo Echo verstanden. Delta Echo Echo Wind 220 Grad, 13 Knoten, Piste 25 links, Landung frei. 25 links, Landung frei, Delta Echo Echo. Lufthansa 2 Papa Foxtrot, Contact Bremen Radar 120.630. Bye bye. Bremen 120.630, Lufthansa 2 Papa Fox, danke dir, schönen Abend noch. Ich hätte fast vergessen, dass ich jetzt ein Bremen Radar über mir habe. Den fast auf Unicom geschickt, den Kollegen. Und namens CPI Lukas. Hallo, hallo. Und Delta Echo Echo ist abrollen über Mike 7 genehmigt. Delta Echo Echo verlassen über Mike 7 genehmigt. Verlassen über Mike 7 genehmigt, Delta Echo Echo. Ja, warum nicht? Ganz vergessen. Da kommt der angerollt, der Dave. Ein bisschen Schlangenlinien aber, ne? Kann ich mal einen Alkoholtest machen. Wildes Driften auf dem Runway. Hallo, hallo. Crispy Tower, Hallöchen. Lufthansa 65 Kilo, Stand Bravo 03, Info Oscar, Request Clearance zu Nürnberg. Lufthansa 65 Kilo, Berlin Tower, hello. Information Oscar Current, Startup approved, cleared Nürnberg Aerodrom. Lockdo 1 Alpha, Flight Plan Route, Climb 5000 Feet, Squawk 1000. Lufthansa 65 Kilo, Oscar korrekt, cleared Nürnberg, Lockdo 1 Alpha, Departure, Flight Plan Route, 5000 Feet and Squawk 1000. Lufthansa 65 Kilo, Readback korrekt. Delta Echo Echo, wo darf's denn hingehen? Bitte einmal zum GTA, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo verstanden. Rollen Sie zum GAT über Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie, Victor 4, Charlie Lima 6. Über Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie, Victor 4, Charlie und Lima 6 zum GAT, Delta Echo Echo. Da habe ich ein bisschen Denglisch gemacht. Lima 6 wäre natürlich das Korrekte gewesen. Lima 1, Victor Mike, ach Lima 1. Victor 1, Victor Mike, Victor Charlie, Victor 4, Charlie, Lima 6. Meine Güte. Ist man auch einfach nicht gewohnt. Aber Respekt an Dave fürs korrekte Zurücklesen. Oha, was haben wir denn hier? Ach. Ich mal kurz gucken. Düt. Berlin Tower, schönen guten Abend. Übrigens, 5 Charlie November on ILS 2KZ. Übrigens, 5 Charlie November, Berlin Tower, hello. Wind 220 degrees, 13 knots, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land, übrigens, 5 Charlie November. Sehr schön. Dave hat Victor Mike auch korrekt abgerollt. So mögen wir das. Help IATA. So, dann kriegt der nämlich gleich mal so ein Help IATA am Kopf geschmissen. Help IATA. Delta Alpha Whiskey Bravo Fox, ready to taxi. Aber nicht hier. Delta Bravo Foxtrot. Taxi to Holding Point Runway 25 right, via Lima 6, Charlie Lima 7. Via Lima 6, Charlie Lima 7, Holding Point Runway 25 right, Delta Bravo Foxtrot. So, der Kollege ist das. Und Help IATA. Delta Echo Echo, aus Interesse, wäre es möglich, Gate Bravo und 5 zu bekommen?
Delta Echo Echo, das wäre möglich, sofern Sie sich die Gebühren leisten können. Das bezahlt alles mein Vater, also ja. Delta Echo Echo, rollen Sie zum Gate Bravo 1-5 über Charlie Lima 5, Foxtrot Victor Charlie. Jo. Zum Gate Bravo 1-5 über Charlie Lima 5, und Foxtrot, Delta Echo Echo. Delta Echo Echo korrekt und Victor Charlie am Ende. Achso, Victor Charlie noch, Delta Echo Echo. Jo, sag einfach Bescheid, wenn du da bist, Apron. Cool, wir kriegen einen Apron dazu. Dann kann der sich gleich mit Dave rumschlagen. Delta Bravo Foxtrot, Wind 220 degrees, 13 knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Runway 25 right, cleared takeoff, Delta Bravo Foxtrot. Erklär das mal dem Apron, mache ich sofort. Sobald er ready ist, sage ich ihm einfach, ich weiß auch nicht, was er da macht, schick ihn mal zum GRT. Sehr gut. Ich habe das ATIS, Oscar ist current, warte, ich ping einmal durch. Sehr gut, ansonsten gibt es am Boden die Lufthansa 65 Kilo, die hat Startup. Und die Delta Echo Foxtrot Echo Echo ist gerade auf dem Weg zum Gate Bravo 1-5. Ja, VIP. Delta Echo Echo, rufen Sie Berlin Vorfeld 121,855. Berlin Vorfeld auf 121. Berlin Vorfeld auf 121,855, Delta Echo Echo. Sehr gut. Lufthansa 65 Kilo, sorry, wird ich ist so ready. Könnte Frequency von Alpen? Lufthansa 65 Kilo, Frequency ist 121.855. Frequency 1-1-8-5-5, Lufthansa 65 Kilo. Danke, bis gleich. Delta Bravo Foxtrot, Contact Bremen Radar, 120.340. Bye-bye. 120.340, ciao, Delta Bravo Fox. Eurowings 5 Charlie November, welcome to Berlin, Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1, Eurowings 5 Charlie November. Wen haben wir denn da angeklickt? Irgendjemand, der sich schon wieder disconnected hat. Berlin Tower, hallo. Ryanair 5 for the forest, established Dallas 25 right. Ryanair 5, correction, Ryanair 454, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, Ryanair 454. Eurowings 5, Charlie November, contact Berlin Apron, 121.855, bye bye. 121.855, bis gleich. So, ist gleich 8. Ich warte hier noch auf den VfRler, der sich um 8 angekündigt hat. Was war das? Oberst Glücklich war das doch, glaube ich. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Was hat der Lotse dazu gesagt? Eigentlich nur okay. Er hat das nicht weiter in Frage gestellt. Der Approach-Lotse hat es mitgehört. Der hat das dann in Frage gestellt. Aber war so, okay, gut. Nichts, was die alten Hasen nicht schon auf Wetzim alles gesehen haben. Kann niemanden mehr schrecken. Denke mal 10 Minuten. Alles klar. Müsste noch eine kurze biologische Pause einlegen. Wie timen wir denn das gut? Wir am besten jetzt mal eben nachfragen. Arrival Tower? Kannst du mal kurz für 2 Minuten übernehmen? Oh, kein Stress. Sehr gut, die Ryanair 454 hat schon Landing Clearance. Dann bis gleich, danke dir. Und für euch, ich bin auch sofort wieder da, nur eben eine Stange Eis in Schnee stellen. Tower ist wieder da. Tower, Ryanair 454, do we have a Landing Clearance? Ryanair 454, FM, bitte 2-2-0, die Grieß von Tonots, 2-5-3, clear to land. Clear to land, 2-5-3, Ryanair 454. Hatte ich den nicht geklärt zum Landen? Ups. War mir sicher. Ich habe ihn sogar markiert.
Crispy Tower, Delta Echo Echo, vielen Dank für deinen Lotsen und dass ich diese wunderschöne Parkposition bekommen konnte. Dir noch einen schönen Abend dann. Ciao, ciao. Der eigentliche Tower ist gerade kurz weg, richtig aber aus und ebenfalls schönen Abend. Vielen Dank. Ja, ich bin wieder da. Ich gerade auch nicht mehr, aber ich hatte ihn markiert und ich war mir deswegen sicher, dass ich ihm die Clearance gegeben hatte. Naja. Danke. Verrückt. Und danke, Dave, ich hab's gehört. Ja? Jo. Ryanair 454, welcome to Berlin. Taxi via Victor Tree, hold short of Charlie. Victor Tree, hold short Charlie, Ryanair 454. Ryanair 454, contact Berlin Apron, 1:1.855. Bye-bye. 1:1.855 for Evelyn 454, bye-bye. Berlin Tower, hallo nochmal. Lufthansa 65 Kilo at Victor 4, holding short Charlie and Lima 6 if possible. Lufthansa 65 Kilo Berlin Tower, hello again. Taxi to holding point runway 25 right via Charlie Lima 6. Charlie Lima 6, holding point runway 25 right, Lufthansa 65 Kilo. Nächstes Mal nehme ich Gate 65. Schön. War sehr spaßig heute Abend. Fand ich auch. Hast du vor allem richtig gut gemacht, Dave. Hat mir gut gefallen. Bitte? Ja, genau. Ich werde hier im Teamspeak gedisst. Die sind gemein zu mir. Das ist alles nur Spaß. Es wird gerade diskutiert. Einer ist gerade online gekommen. S3-Lotse. Er soll doch einfach mal Delivery machen. Und er war so, ja, macht er. Aber er hat das schon ewig nicht mehr gemacht und schickt einfach alles zum Holding Point. Und wenn der Holding Point dann voll läuft, ist das einfach das Problem des Tower-Lotsen. Also als Delivery muss man halt, wenn es viel los ist, zusehen, dass die Flugzeuge in einem ordentlichen Abstand rausgehen. Dass nicht irgendwie die Holding Points am Runway voll laufen, weil man nicht so schnell die Flieger rausbekommt. Aber gut. Ah, ich bin gar nicht. Ich wollte gerade anfangen auszufüllen. Ich darf gar nicht. Ist jetzt, wo ich gerade alle da habe, die Frage bei IFR Clearance Initial Climb ist immer noch erforderlich, ne? Oder ist das, kann man das weglassen mittlerweile? Ja. Ja, ich hab heute Bescheid bekommen von wegen. 6,5 Kilo wäre ready. Ich soll mal hier nicht auf dem Initial Climb rumhacken, das liest man in echt auch nicht zurück. Lufthansa 65 Kilo, Wind 220 degrees, 14 knots, Runway 25 right, clear for takeoff. Runway 25 right, clear for takeoff, Lufthansa 65 Kilo. Hallo, Z, Zulu Juliet X-Ray, Sierra Tango Victor November, hallo. So, ich hab's mal gerade im Teamspeak zur Diskussion gestellt. Unter anderem die Mentoren von hier in Berlin auch ausbilden. Klare Ansage, Initial Climb ist Teil der IFR-Clearance und muss zurückgelesen werden. Zumindestens auf Wetzem hier in Berlin. So, morgen werden meine Haare schön gekürzt. Das wird eine Umstellung von lang auf kurz. Was heißt denn lang? Lang heißt bis zum Po runter oder schulterlang? Oder? Und vor allen Dingen, wieso? Gehst du zum Militär? Zopflänge. Okay. Lufthansa 65 Kilo, Contact Bremen Radar, 120.340, bye bye. Bremen Radar, 120.340, Lufthansa 65 Kilo, vielen Dank, schönen Stream dir noch, tschüss. Ciao, ciao. Was bedeutet Initial Climb? Wenn du am Flugplatz losfliegst, darfst du auf diese Höhe steigen darfst aber erst danach erstmal nicht weiter steigen, bis du vom nächsten Lotsen eine neue Freigabe bekommst. Also zum Beispiel hier Initial Climb in Berlin ist meistens 5000, das heißt, du musst maximal auf 5000 Fuß steigen und da musst du bleiben, bis der Departure-Lotse dir sagt, dass du weiter steigen darfst. Bin zwar schon länger weg, aber auch von mir ein Dankeschön fürs Lotsen, war lustig für mich, sich den Stream anzuschauen, zu gucken, wie man sich anhört. Finde ich auch immer witzig. Geht mir andersrum genauso, wenn ich mal selber fliege und mitbekomme, ich bin bei irgendeinem Stream gelandet, finde ich auch immer witzig. Ich finde es aber auch witzig, mich als Lotse zu hören bei Leuten, die als Pilot streamen. Das ist irgendwie immer alles verrückt. Und warum nicht?
Bei Zulu Victor November wird mir im Chat ein Kuchen angezeigt. Ein R-Place 2023 Kuchen. Was hat das damit auf sich? Ein köstliches Abzeichen, dass du dir durch Anschauen des Reddit-Events R-Place 2023 auf Twitch, Rivals oder anderen teilnehmenden Kanälen verdient hast. Ah ja. Wäre ja auch mal was, ne? Beim nächsten R-Place einfach mal so ein paar Pixel in Crispy-Blau halten. So, ich hätte gern 4 Pixel irgendwo in Crispy-Blau. Für mehr reicht's wahrscheinlich noch nicht. Hat die Comanche Delta Echo oder Foxtrot? Echo. Sofern du die Comanche mit nur einem Motor meinst, Echo. Ja, dafür wird's nicht reichen. Dafür ist die Community nicht groß genug. Bei R-Place geht's immer schon übel ab. Ein paar Bots und dann wird das. Paar Bots und das, dem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Amazon hatte ja so Walkout-Stores, ich weiß gerade nicht, wie sie richtig heißen. Aber die Idee war quasi, du, wenn du ein Amazon-Konto hast, läufst du in den Laden rein. Beim Reingehen scannst du irgendwie einen QR-Code und dann packst du dir einfach, was auch immer du dem Laden willst, also im Supermarkt quasi, Sachen in deinen Einkaufskorb und verlässt den Laden wieder und dann wird das automatisch, was du gekauft hast, quasi abgebucht. Ohne, dass du es irgendwie einscannst oder so. So mit Sensoren und KI und ne, Bots und so, die das alles erkennen. Die haben jetzt den Dienst eingestellt, weil, hat sich rausgestellt, da ist keine KI und keine Bots, sondern da sitzen in Indien irgendwie 1000 Mitarbeiter, die ganze Zeit über Kameras und Livestreams das verfolgt haben und versucht haben zu tracken, was die Leute einkaufen. Und das hat wohl nur so semi-gut funktioniert. Fand ich schön. Wird jetzt umgestellt auf Einkaufswagen, die einen Barcode-Scanner haben. So viel zum Thema KI rettet die Welt. Das ist dann nicht KI, sondern II. Indische Intelligenz. Ich weiß nicht, ob du es weißt, soll es jetzt eigentlich noch weitere Basic Lessons geben? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie der Stand der Dinge ist. Ich habe das auch im Forum jetzt nicht weiter verfolgt. Gibt's immer noch an ein paar Supermärkten. Ich habe es letztens an einem Flughafenhotel gesehen. Okay. Wird es irgendwann auch noch weitere Aktionen für Kanalpunkte geben? Wenn du Ideen hast, Dave, bin offen. Bin nicht so gut, was das ganze Twitch-Community-Zeug angeht. Kanalpunkte. Es gibt ja auch irgendwie diese Cheers und Bits und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ich blick das noch nicht so ganz. Da muss ich warten, bis die Community groß genug ist. Und dann stelle ich da jemanden ein, der das für mich managt. Es ist gerade nicht viel los hier in Berlin. Würde gerne S1 machen, aber muss auf die nächste S1 Basic Lesson warten und hoffen, dass ich es reinschaffe. Ich glaube, ich habe damals, also da gab es ja noch die klassischen Wartelisten sozusagen. Ich habe, glaube ich, gute 9 Monate gewartet. 9 oder 10 Monate habe ich gewartet. Für die S1 Lesson. Ja, Tower, guten Abend, hier Rings 4, Papa Whiskey, alles dran, wer zu fast left. Yo, Rings 4, Papa Whiskey, Berlin Tower, hello, continue approach. Continue approach, hearing so far, Whiskey. Nur mal gucken, der Kollege gibt nämlich hier ordentlich Gas. Hast du schon VIP-Slots freigeschaltet? Hast du schon genug Follower? Sagt mir nix, ich behaupte mal nein. Oberst Glücklich bereitet sich gerade vor, sehr gut. Irgendwas ist hier komisch. Warum bewegt sich ein Eurowings nicht mehr? Okay, jetzt. Eurowings 4 Papa Whiskey, Wind 220 degrees, 14 knots, Runway 25 left, clear to land. Runway 25 left, clear to land, Eurowings 4 Papa Whiskey. Ich habe die Basic Lesson vor über einem halben Jahr gemacht, wurde mir dann aber zu stressig mit diesen S1 meiner Ausbildungstests. In einer bestimmten Follower-Anzahl schaltet man VIP-Slots frei und dann ist das mit einem Banner und so. Okay. Alpha India Romeo 225, holding short of power. Ich glaube, das habe ich noch nicht. LF 225, Berlin Tower, hello. Taxi to holding point, runway 25 left, war ja Bravo, Mike 8. Taxi via Bravo, holding point, Mike 8, Alpha India Romeo 225. Wird gern wieder auf Wetzen fliegen, komm aber mit Holdings fliegen und Swingovers und so weiter nicht klar. Du,
Also bei einem Holding weiß ich es nicht genau. Ich habe tatsächlich in meinen ganzen Wettsam-Jahren noch nicht einmal ein Holding geflogen, weil ich es auch noch nie habe angewiesen bekommen. Ich habe das bisher immer irgendwie vermieden, obwohl ich auch schon in das ein oder andere Event Alpha reingeraten bin. Erling 225 behind the next arriving Eurowings A320 lineup runway 25 left behind. Alpha India Romeo lineup and wait behind incoming A320 traffic. Alpha India Romeo 225. Also wie gesagt, Holdings fliegen musste ich bisher noch nicht. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht genau. Wenn ich es angewiesen bekomme, würde ich wahrscheinlich einfach nur panisch im FMS rumdrücken und gucken, dass ich es irgendwie hinbekomme. Und Swingovers kannst du als Pilot auch immer sagen, unable. Fertig. Hört? Jo. Alles klar. Schickst du die noch einmal rüber zur Tower-Frequenz? Perfekt. Ciao, ciao. Oder April macht gerade zu. Ich muss mal gucken, das mit den VIP-Badges. Jo? Ja, okay, ist egal. Ja, mach ich. Ciao, ciao. Eurowings 4 Papa Whiskey, welcome to Berlin. Taxi via Romeo Alpha, hold short of Victor 1. Romeo Alpha, hold short, Victor 1, Eurowings 4 Papa Whiskey. Airlift 225, Wind 220 degrees, 14 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Alpha India Romeo 225. Alpha India Romeo, sagt er immer. Na gut. Go-Rounds finde ich auch immer schwer. Muss mir dazu mein Tutorial anschauen, bin bei meinen zwei Go-Rounds bisher irgendwie durchgekommen. Ja, bei den Go-Rounds, ich sag mal so. Go-Rounds hatte ich schon ein paar und es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, vorher vernünftig die Karte zu lesen und das vorher vernünftig vorzubereiten. Also auf dem ILS schon mal den Autopiloten alles so einzurichten, dass du es brauchst, um gleich wunderschön die Go-Around-Procedure fliegen zu können. Und die andere Variante, die sogenannte Crispy-Methode, ist einfach zu hoffen, dass es nicht passiert und falls doch, irgendwie anhand von Navigraph und der Positionsanzeige darauf irgendwie einigermaßen das Ganze abzufliegen, ohne dabei irgendwie einen Strömungsabriss zu kassieren und so und ein bisschen panisch zu werden. Welche Methode einem besser liegt, muss jeder für sich selber entscheiden. Eurowings 4 Papa Whiskey, taxi to hold, taxi to gate Charlie 10 via Victor 1 and Echo. Gate Charlie 10 via Victor 1 and Echo, Eurowings 4 Papa Whiskey. Aber Lulu, falls dir das hilft, Go-Arounds, da habe ich auch schon alles gesehen hier auf Wetsim. Von wunderschön abgeflogenen Prozeduren bis hin zu, ich habe keine Ahnung, was ich mache, einfach 180 irgendwo hin. Alles schon gesehen. Also macht dir das Leben da nicht zu schwer. Alpha India Romeo 225, Contact Bremen Radar 120.630. Bye bye. Alpha India Romeo 225.120.630. Goodbye. Nee, es gibt so ein paar Sachen, da weiß man schon so ein bisschen oder ist man schon als Lotse darauf vorbereitet, dass der Pilot das eventuell nicht hinbekommt, einfach weil es selten vorkommt. So. Oder kompliziert ist. Nicht so ganz. Manche Sachen muss man auch sagen, sind doch einfach alleine kompliziert. Wenn du noch einen Co-Piloten neben dir hättest, wären halt manche Dinge auch einfach viel einfacher. Muss man auch immer so ein bisschen dran denken. Wir haben mittlerweile wieder vier Flieger hier auf dem Apron. Und einem auf dem GAT. Die D-Mob. Eurowings Red Radio Check. Eurowings 08, Berlin Tower, read you 5. Ich sehe aber hier nur eine Eurowings 09. Ist das der gleiche? B-Mob, das bin ich. Jawohl. Berlin Tower, moin. Lufthansa 175 Request, IFR clearing to Gatwick Stand, Charlie 07 with information Oscar on board. Lufthansa 175 Berlin Tower, hello.
Information Oscar korrekt, Startup approved, cleared London, Gatwick Aerodrom, Tsukip 2 November, Flight Planned Route, Climb via SID 5000 feet, Squawk 2044. Clear to London, Gatwick via Tsukip 2 November, Departure Runway 25 left, Climb Fly Level 5000 feet, Squawk 2044, Lufthansa 75. Lufthansa 175, Readback korrekt. Berlin Tower, hello, Condor 5 Charlie Mike, alles super flott. Condor 5 Charlie Mike, Berlin Tower, hello, you're number 2. Und Condor 5 Charlie Mike, reduce to final approach speed. Condor 5 Charlie Mike, reduce final approach speed. Eurowings 4-4, Whiskey on the Block, danke für den Service, schönen Abend noch, ciao. Danke fürs Fliegen, ciao, ciao. Arrival Tower. Eurowings 09er, was ist mit der? Eurowings 09er ist der Bisch und alles. Okay, jetzt hat er sich gemeldet. Eurowings 09er, Berlin Tower, hello, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, clear to land. Clear to land, Runway 25 left, Eurowings 09er. Auch wenn ich nicht der allerbeste Pilot bin, finde ich wirklich, dass es Piloten gibt, die lieber nochmal das ein oder andere Tutorial schauen sollten. Also wenn man kein ILS fliegen kann, sollte man sich Gedanken machen. Ja. Ja, kann ich so unterschreiben. Ich finde auch, man muss nicht alles perfekt können. Es ist auch immer, muss man immer sagen, eine Lernplattform für Hobbypiloten. Das darf man halt nicht, virtuelle Hobbypiloten, so. Das darf man halt nicht vergessen. Aber so das ein oder andere, so grundlegende, so, man sollte irgendwie sich schon relativ sicher fühlen, so einen Flug auch irgendwie hinzubekommen. Das wäre ganz schön. So, mit der Condor 5 Charlie Mike da auf ein bisschen knapp. Mal gucken. Mal gucken, ob die Eurowings jetzt hier dann zügig verlässt, die Piste. Der kommt aus Finkenwerder, auch nicht schlecht. Man auch nicht so häufig. Berlin Tower, schönen guten Abend, Ostend 026, Video, full established, runway 25. Austrian 068, Berlin Tower, hello, Wind 220 degrees, 15 knots, runway 25 right, clear to land. 25 Condor 5 Charlie Mike, expect late clearance, Wind 220 degrees, 15 knots. Condor 5 Charlie Mike, wind is copy, expect late clearance. Och, Eurowings 09er. Rollen, nicht stehen bleiben. 175, request, start and push. Lufthansa 175, push and start approved, straight back, no turn. Straight back, no turn, Lufthansa 175. Condor 5 Charlie Mike, runway 25 left, clear to land. Charlie Mike, 25 left, clear to land. Eurowings 09er, welcome to Berlin, taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. So, Echo, Golf, Golf, Whisky, Luton. Okay. Wo steht denn der? Das da ist der, ne? Ja. Steht ein bisschen nicht ganz auf der 1.6. Jetzt macht der hier natürlich einen Push, aber straight back haben wir gesagt. Ach, habe ich das gut gelöst. Dann kann der andere ja direkt rein taxien. Eurowings 09er, taxi to gate Charlie 06 via Victor 1 and Echo. Taxi to gate Charlie 06 via Victor 1 and Charlie. No, bro. Auf, no, where? Eurowings 09er, taxi to gate Charlie 06 via Victor 1 and Echo. Victor 1 and Echo to stand Charlie 06, Eurowings to 09. Ah, okay. Condor 5 Charlie Mike, welcome to Berlin. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Via Alpha, hold short of Victor 1, Condor 5 Charlie Mike.
Fühlt sich gerade wieder so ein bisschen. Berlin Tower, Hallöchen. Delta Echo Mike Oscar Bravo auf GAT für ein paar Platzrunden. Piper Comanche. Delta Echo Mike Oscar Bravo Berlin, Tom, hallo, verstanden. Aktive Piste 25 links, 25 rechts, QNH 1006. Aktive Piste 25 links, 25 rechts, QNH 1006. Delta Echo Mike Oscar Bravo. Delta Oscar Bravo, melden Sie, wenn rollbereit. Melde rollbereit, Delta Oscar Bravo. Condor 5 Charlie Mike, Taxi to Gate Bravo 09 via Victor 2. Bravo 09 via Victor 2, Condor 5 Charlie Mike. Lup. Berlin Tower, good evening, easy 2602. A320, Stan Bravo 15 with Oscar request clearance to London Gatwick, London Luton. Easy 2602 Berlin Tower, hello. Information Oscar correct, startup approved, cleared London Luton Aerodrome, Sukip 2 November, flight planned route, climb via SID 5000 feet, Squawk 2167. Cleared Sukip 2 November, initial 5000 feet and Squawk 2167, easy 2602. Easy 2602, read back correct. Berlin Tower, moin, Yorgis und West Tango, ILS 25 left. Lass mich doch mal kurz den Flugplan eintragen. Eurowings 15 Tango, Berlin Tower, hello, Wind 220 degrees, 15 knots, runway 25 left, clear to land. Runway 25 left, clear to land, Eurowings 15 Tango. Guten Abend, Berlin Tower, this is Scandinavian 1674, send Bravo 11 with Oscar SSC to Copenhagen, Scandinavian 1674. Scandinavian 1674 Berlin Tower, hello. Information Oscar correct. Startup approved. Cleared Copenhagen Aerodrome. Gerga 2 November. Flight planned route. Climb via SID 5000 feet. Squawk 2172. Roger, sir. We are cleared to Copenhagen via Gerga 2 November. Departure. Initial climb 5000 and squawk 2172. Scandinavian 1674. Scandinavian 1674, Readback korrekt. Jo. Perfekt. Sag einfach Bescheid. So, meine, danke für den Service und schönen Abend noch. Danke fürs Fliegen. Ciao, ciao. Austrian 068, welcome to Berlin. Taxi to Gate Bravo 04. Via Victor Tri, Victor Charlie. Okay, ich... Was ist mit? Hä? Eurowings 55 Hotel, do you request pushback? Yes. Eurowings 55 Hotel, stand by 1 second, controller change in progress. Also, wir haben Information Oscar, 2.5 Betrieb. Gehen wir nochmal durch. Ansonsten, die Lufthansa 175 hat gerade Pushback gemacht, straight back, wie angeordnet. Die Eurowings 55 Hotel, hast du gehört, hat gerade nach einem Pushback gefragt. Die Easy 2602 hat Clearance. Und die Scandinavian 1674 hat Clearance. Die Delta Oscar Bravo auf dem GAT hat auch schon reingerufen. Den würde ich einfach auf Frequenz behalten, wenn es okay ist. Und den Rest schicke ich dir rüber. An deine Frequenz. Eurowings 55 Hotel, Contact Berlin Apron, 121.855. See you later. Ich glaube, die Eurowings 55 Hotel ist noch auf deiner Frequenz. Perfekt. Delta Oscar Bravo, rollbereit.
Delta Oscar Bravo, rollen Sie zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Lima 6. Rolle zum Rollhalt der Piste 25 rechts über Lima 6. Delta Oscar Bravo. Der hat Taxi. Jo. Papa ist jetzt current. Nimmst du die Woche nochmal? Ja, Wochenende bestimmt. Gehe ich mal gerade ganz stark von aus. Eurowings 15 Tango, welcome to Berlin. Taxi via Romeo. Alpha, hold short of Victor 1. Eurowings Tango, taxi via Romeo Alpha and hold short of Victor 1. Delta Oscar Bravo, melden Sie abflugbereit. Melde abflugbereit, Delta Oscar Bravo. Berlin Tower, guten Abend. Alpine 53 Delta Lima, established 251. Alpine 53 Delta Lima Berlin Tower, hello. Wind 220 degrees, 15 knots, runway 25 left, clear to land. Clear to land 25 left, Alpine 53 Delta Lima. Alpine 068 on block. Danke und schönen Abend. Danke fürs Fliegen, ciao ciao. Ach, da ist die Eurowings 08 aufgetaucht, die vorhin reingerufen hat. Mit einem Radio-Check. Eurowings 15 Tango, contact Berlin Apron, 121.855. Apron on 121.855, Eurowings 15 Tango, schönen Abend, ciao. Ciao, ciao. Delta Oscar Bravo ist abflugbereit. Delta Oscar Bravo, verstanden. Fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, der Wind 220 Grad, 15 Knoten, Piste 25 rechts, startfrei. Fliege in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts, 25 rechts, startfrei. Easy 2602, ready for push. Easy 2602 for pushback, contact apron, 121.855, see you later. 121.855, thanks. Wollen da gleich 5 Flieger los. 2 sind zumindest schon mal gepushbackt. Das wäre so eine Sache, die ein No-Go für dich sind bei deinen Zuschauern. Gott. Ich sag mal das Übliche, ne? Sobald jemand ernsthaft unhöflich wird oder beleidigend oder sowas, da würde ich relativ kurz einen Prozess machen, glaube ich. Aber ansonsten, bisher hatte ich das Problem tatsächlich noch nicht. Hatte hin und wieder Leute, die hier irgendwie gespammt haben, von wegen, keine Ahnung, kaufe dir hier 5000 Views oder sowas. Aber ansonsten musste ich, glaube ich, bisher noch nie aktiv werden. Auch auf YouTube übrigens nicht. Ich glaube, da kann ich an einer Hand abzählen, wie viel. Also bisher höchstens mal Kommentare, die ich als persönlich nicht so nett empfunden habe, aber nie was ernsthaft Beleidigendes oder wirklich Abwertendes oder so. UFOs. Alpine 53 Delta Lima, vacating, Mike 5. Alpine 53 Delta Lima, welcome to Berlin. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Romeo, Alpha, hold Victor 1, Alpine 53 Delta Lima. Delta Oscar Bravo im rechten Gegenanflug, Piste 25 rechts. Bitte aufsetzen und durchstarten. Delta Oscar Bravo verstanden. Fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts. Der Wind 220 Grad, 15 Knoten, Piste 25 rechts. Frei aufsetzen und durchstarten. Fliege in die Rechtsplatzrunde, 25 rechts. 25 rechts, frei zum Aufsetzen und durchstarten. Hello, good day, B-Line. 3 Romeo Zulu, established ILS, 25 left. B-Line, Tri Romeo Zulu, Berlin Tower, hello, continue approach and traffic, light aircraft VFR in traffic circuits, runway 25 right. Continue approach, we have the VFR aircraft in sight. Berlin Tower, Euro is 5 Vorteil, entry south.
Eurowings 55, Hotel Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Holding Point 25 left via Victor 2, Mike 7, Eurowings 55, Hotel. Alpine 5, 3 Delta Lima, contact Berlin Apron, 1-1.855, bye bye. 1-1.855, 5-3 Delta Lima, danke, tschüss. Gut, das sah aber, ich glaube, das hat nicht so geklappt hier bei der Delta Oscar Bravo. Auf jeden Fall kreativ, kreativer Anflug. Eurowings 55 Hotel, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, clear for takeoff. 25 left, clear for takeoff, Eurowings 55 Hotel. Oh. Wir würden. Okay. Sehe ich kurz Angst bekommen hier. Delta Oscar Bravo Verkehr, ein Airbus A321 im Startlauf, Piste 25 links. Verstanden, Delta Oscar Bravo. Ich hab die Piste nicht gesehen. Oh Gott. E-Line 3 Romeo Zulu, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, clear to land. Runway 25 left, clear to land, B-Line 3 Romeo Zulu. Eurowings 55 Hotel, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630, schönen Abend noch, ciao. Tower Easy 2602, Victor 24, Bravo. Easy 2602, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Victor 2, Mike 7 for 25 left, Easy 2602. Delta Oscar Bravo im Gegenanflug, 25 rechts, erneuter Versuch zum Aufsetzen und Durchstarten. Delta Oscar Bravo, verstanden, Verkehr ein, Airbus A320 im 2 Meilen Endanflugpiste, 25 links. Delta Oscar Bravo, Verkehr ein, Airbus A320 jetzt in 1,5 Meilen Endanflugpiste, 25 links. Verkehr in Sicht, Delta Oscar Bravo. Delta Oscar Bravo, der Wind 220 Grad, 15 Knoten, Piste 25 rechts, frei aufsetzen und durchstarten, danach in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts. 25 rechts, frei zum Aufsetzen und durchstarten, danach in die Rechtsplatzrunde, 25 rechts. Delta Oscar Bravo. Easy 2602 Traffic, Airbus A320 now on the threshold, runway 25 left, report traffic inside. Affirm, traffic inside, Easy 2602. Easy 2602 behind dimension traffic, line up runway 25 left behind. Line up runway behind the landing traffic, Easy 2602. Danke, dann haben die ja wirklich viele Calls sein. Easy, Alpine, B-Line, Top Swiss gehört auch noch dazu. Das ist auch EasyJet. Der hat eine Vector-Departure. Eieiei, okay, muss ich drauf achten. Muss wir nämlich ein bisschen weiter staffeln. Aber so viel ist nicht los. B-Line 3 Romeo Zulu, Checked Runway 25 left. B-Line 3 Romeo Zulu, welcome to Berlin. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. B-Line 3 Romeo Zulu. Easy 2602, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Easy 2602. Delta Oscar Bravo, Verkehr, ein Airbus A320 im Startlauf, Piste 25 links. Oberst glücklich, du musst mir nicht sofort sagen, dass du den Verkehr in Sicht hast, aber bitte sag mir, dass du mich verstanden hast. Verstanden, Delta Oscar Bravo. Dankeschön. So, bei den beiden, die auf dem Weg sind, sollte auf jeden Fall die Scandinavian zuerst raus. Dann können wir nämlich 5 Meilen dahinter die Eurowings. Das war so doof. Tower with you holding short, Bravo, Scandinavian 1674. Scandinavian 1674, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left, via Victor 2, Mike 7. Roger, sir, via Victor 2 and Mike 7 to Holding Point, 25 left, Scandinavian 1674. Und wo will die Eurowings dahin? Easy 2602, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye.
120630, bye-bye, thanks, CC2602. Auch geil. Hold Shot auf Bravo heißt nicht erstmal auf Bravo rollen und da parken. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Ewing Zero 8 is now on Bravo. Ja, danke. Ewing Zero 8, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left, via Bravo, Mike 8. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Bravo and hold short of Mike 8, Ewing Zero 8. Delta Oscar Bravo, melden Sie Absichten? Zum Tiefanflug bitte, Delta Oscar Bravo. Delta Oscar Bravo, verstanden. Fliegen Sie in die Rechtsplatzrunde, Piste 25 rechts. Der Wind 220 Grad, 15 Knoten, Piste 25 rechts, frei zum Tiefanflug. Fliegen in die Rechtsplatzrunde, 25 rechts, frei zum Tiefanflug, Delta Oscar Bravo. Scandinavian 1674, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. Roger, sir, cleared for takeoff from 25 left, Scandinavian 1674. Was macht der? 25 right, passt. Eurowings 08, line up and wait, runway 25 left. Line up and wait, runway 25 left, Eurowings right. Beeline Tri Romeo Zulu, contact Berlin Apron, 1-1.855, bye bye. 1-1.855 for Romeo, Tri Romeo Zulu, thank you, bye bye. Also die Frequenz habe ich verstanden und bye bye, was dazwischen war, konnte ich leider nicht identifizieren, aber ich nehme es mal als einen schönen Abend hier noch oder sowas. Irgendwas Nettes war es bestimmt. Delta Oscar Bravo, Verkehr, ein Airbus A320 im Startlauf, Piste 25 links. Okay. Verstanden, Delta Oscar Bravo. Scandinavian 1674, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. Roger, sir, Contact Bremen Radar, 120.360, Scandinavian 1674. Scandinavian 1674 negative 120.630. 120.630, thank you. Scandinavian 1674. Korrekt. Berlin Tower, Lufthansa 876 on Gleitpaste, Runway 25. Lufthansa 876, Berlin Tower, hello, continue approach. Delta Oscar Bravo im rechten Gegenanflug 25 rechts, der bitte vollständige Landung. Delta Oscar Bravo verstanden, der Wind 220 Grad, 15 Knoten, Piste 25 rechts, Landung frei. 25 rechts, Landung frei, Delta Oscar Bravo. Und Delta Oscar Bravo abrollen über Lima 6 oder Lima 5 genehmigt. Abrollen über Lima 5 oder Lima 6 genehmigt, verstanden. Eurowings 08, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 left, clear for takeoff. Left for takeoff, Runway 25 left, Eurowings right. Wow, das war falsch. Lufthansa 876, reduce to final approach speed. Lufthansa 876, reducing to final approach speed. Oberst glücklich, ich will dich nicht stressen, aber bitte beeil dich. Ah, das geht sich aus. Guck mal, 4 Meilen. Da hatte noch 2 Minuten hast du auf jeden Fall noch. Bis der an der Schwelle ist. Eurowings 08, Contact Bremen Radar. 120.630. Bye bye. Contact Bremen Radar on 120.630. Eurowings 08, ciao. Ach, guck mal, das sieht doch gut aus. Lufthansa 876, Wind 220 degrees, 15 knots, Runway 25 right, clear to land. Clear to land, Runway 25 right, Lufthansa 876. Delta Oscar Bravo, willkommen zurück. Rollen Sie zum GAT über Lima 6.
zum GRT über Lima 6, Delta Oscar Bravo. Hat meine Frage als Pilot angenommen, ich bin aktuell auf dem ILS und noch beim Radar auf der Frequenz. Nun schickt mir der Tower ein Contact Me. Dann muss ich so lange beim Radar bleiben, bis ich durchkomme und ihm sage, dass ich rüber muss oder bis er es mir direkt sagt, richtig? Also das Contact Me mehr oder weniger ignorieren. In dem Fall würde ich tatsächlich dem Radarlotsen irgendwie sowas sagen wie I gotta contact me from Tower. Und dann können die Lotsen sich das mal eben kurz absprechen, was da jetzt Phase ist. Kann ja sein, dass der Approach-Lotse das vergessen hat und der Tower-Lotse nicht richtig nachgefragt hat. Keine Ahnung. In dem Fall einfach kurz beim Radar-Lotsen nachhaken. Ob der weiß, was los ist. Wäre meine Empfehlung. Gibt es eigentlich was, wo man dich unterstützen kann? Also auf YouTube oder so? Nö, ich glaube nicht. Ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Urlaub. Dann kann ich ein paar mehr Videos machen. Ich habe ein paar Skripte in der Pipeline, sozusagen Dinge, die ich unbedingt noch machen will, aber ich komme halt immer nicht dazu. Und wenn ich dann doch mal Zeit habe, dann fliege ich halt lieber eine Stunde, anstatt ein Video zu produzieren. Shamrock 330 Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point Runway 25 right via Charlie Lima 7. Now, here's information. I have P3D scenery and my Charlie taxiway doesn't go full length. Requesting Delta to Lima 6, I can take. Shamrock 330, no problem, then taxi to holding point runway 25 right via Victor 4, Delta, Lima 6. Thank you, Victor 4, Delta, Lima 6, Shamrock 330. Ja, der hörte Charlie irgendwie hier bei Lima 5 auf bei dem Kollegen. Und Lima 6 anscheinend auch irgendwie. Das ist eine komische Szenerie. Ich sag mal so, es wäre auch in dem, also Lulu, auf deine Frage. Also nie einfach rübergehen, oder? Wenn du ein Contact-Me von einem Lotsen bekommst, also in dem Fall jetzt der Tower-Lotse dir ein Contact-Me schickt und du dahin wechselst, im schlimmsten Fall, also ist auch kein Problem. Die Lotsen werden sich dann untereinander schon irgendwie absprechen. Lufthansa 876, welcome to Berlin. Taxi via Victor 3, hold short of Charlie. Taxi via Victor. Also, wenn du einen Approach und einen Tower-Lotsen hast beim gleichen Flughafen, die sitzen in der Regel auch im Teamspeak zusammen und die reden auch miteinander. Von daher, da nicht zu viel Kopf machen. Interessanter wäre es, wenn du irgendwo unterwegs bist und von ewig weit weg dir ein Lotse irgendwas mitteilen möchte. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt in Berlin starte und von Amsterdam Contact Me kommt, dann würde ich nochmal. Ich glaube, dann würde ich den per Chat fragen, ob er sich sicher ist, dass ich ihn contacten soll. Und Oberst Glücklich, mach dir mal keinen Kopf. Das war doch, also mal die Piste nicht gesehen, kann passieren, gerade wenn man sich nicht so auskennt. Alles gut. Wichtig, wie gesagt, ist nur, wenn ich dir einen Verkehr melde als Lotse, muss halt hören, dass du das verstanden hast. Du musst ihn nicht sofort sehen, weil das ist mir eigentlich gesagt, egal, ob du den siehst oder nicht, deine Verantwortung da nicht reinzufliegen, aber ich muss hören, dass du verstanden hast, was da ist und wo der ist. Lufthansa 876, contact Berlin Apron, 1-to-1, decimal 855, bye-bye. 1-to-1, decimal 855, Lufthansa 876, thank you for the service. So. Es ist 21 Uhr, Freunde. Ich bin schon wieder seit 3 Stunden online. Das heißt, es wird so langsam Zeit für Feierabend. Oberst Glücklich, wie gesagt, kein Stress. Alles gut. Das ist das Schöne, finde ich. Also ich würde mir wünschen als Pilot manchmal, dass ich im Stream von dem Lotsen wäre und der mir direkt Feedback geben könnte. Shamrock 330, Wind 230 degrees, 14 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 right, Shamrock 330. Ja, also so ein Lotse, der mir direkt sagen kann, was ich beim nächsten Mal ein bisschen besser machen könnte, nehme ich gerne. So, die Ryanair können wir hier noch abfrühstücken.
Apron für Tower. Gut, dann gleich mal Feierabend machen. Möchtest du da nach oben rutschen? Okay. Nochmal Tschüsseldorf von der Ocean One für Lima. Ja, danke, dass du dabei warst. And hello, Italian Alien. Not very full today in Berlin. Not much traffic. But the traffic that is here is high quality. So, Ryanair 6 Sierra Alpha. Gucken, ob er sich gleich noch meldet oder ob der Apron-Kollege schnell genug hochrutscht. Die Shamrock schicke ich auf jeden Fall noch weg. Shamrock 330, Contact Bremen Radar 120.340. Bye bye. Contact Bremen 120.340, Shamrock 330. Dankeschön, gute Nacht. Tschüss. Berlin Tower, Ryanair 6 Sierra Alpha with you, ILS 25, right? Ryanair 6 Sierra Alpha, Berlin Tower, hello, Wind 230 degrees, 14 knots, runway 25, right, clear to land. Clear to land, Ryanair 6 Sierra Alpha. Lukas, sag einfach Bescheid, ich wäre soweit. Ja, die Ryanair 6 Sierra Alpha hat schon Landing Clearance bekommen, diesmal bin ich mir 100% sicher. Und die Shamrock 330 ist schon weggeschickt auf Bremen Radar. Den Rest kennst du selber. Ja, dann deine Frequenz. Achso, und ich habe das ATIS, Papa ist gerade current. Dann bin ich raus. Ja, euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Gudi, ihr habt's gehört, ich habe mich gerade übergeben an meinen Nachfolgelotsen und mich einmal verabschiedet bei allen im Teamspeak. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die auf Twitch mit dabei waren. Falls ihr das gerade auf YouTube seht, mein Twitch-Kanal ist in jedem Video verlinkt. Guckt da gern vorbei, freue ich mich drauf. Ich kündige auf meinem Discord-Server. Wenn ich es weiß, wann ich streame, kündige ich es da vorher an. Meistens ist es so, ich sag mal, eine halbe Stunde, 15 Minuten vorher, wenn ich fliege, weil es meistens recht spontan ist. Beim Lotsen in der Regel ein bisschen früher, weil ich meistens die Station recht frühzeitig buchen muss, damit ich auch einen Platz kriege. Aber wie gesagt, das alles auf meinem Discord-Server. Und ich glaube, das war jetzt auch so das Wichtigste. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ankündigung habe ich sonst weiter keine fürs Wochenende. Keine, nichts großartig geplant. Mal gucken, ob ich noch einmal zum Stream komme. Und ansonsten würde ich einfach sagen, an dieser Stelle macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.